Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen 239. Berliner Industriegespräch. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, hier dabei zu sein. Heute also eine Hybridveranstaltung. Ganz herzlich möchte ich die Online-Zuhörer begrüßen. Derzeit sind 71 zugeschaltet. Zum Ablauf. Wir planen 60 bis 90 Minuten Vortrag. Anschließend ist eine 30-minütige Fragerunde möglich. Die Online-Teilnehmer stellen bitte ihre Fragen schriftlich unter Nutzung des Buttons F und A, Fragen und Antworten, in der unteren Bildmitte ihres Bildschirmfensters. Also bitte nicht im Chat. Zu unserer großen Freude ist nun auch wieder die obligatorische Nachsitzung in der Remise möglich, zu der ich die hier im Raum Anwesenden jetzt schon mal herzlich einlade. Meine Damen und Herren, es scheint, die Nutzung der Atomkraft, sei es zum Zwecke der Stromerzeugung, des Schiffsantriebs, insbesondere für U-Boote und der nuklearen Rüstung, ist offenbar derzeit nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Von daher gibt es ein zu lösendes Problem mit dem sogenannten Atommüll. Die Erörterung der Möglichkeiten und Risiken dieser Entsorgung sind in unseren Industriegesprächen ein wiederkehrendes Thema. Die notwendige Endlagerung ist nicht so sehr ein Problem der Physiker, sondern mehr eins der Politik und Gesellschaft. Hier den Bau von Brücken zu erleichtern, sind Wissenschaftsjournalisten besonders gefragt. Unser heutiges Thema also: Endlagern und vergessen, die ungelösten Probleme mit dem Atommüll und die alternativen Entsorgungskonzepte. Unser Vortragender Dirk Eidemüller studierte Physik und Philosophie in Darmstadt, Heidelberg, Rom und Berlin. Es folgte die Promotion in Wissenschaftsphilosophie über interpretative Fragen der Quantenphysik und ihren Zusammenhang mit der evolutionären Erkenntnistheorie. Dr. Eidemüller ist als freiberuflicher Wissenschaftsjournalist in Berlin tätig. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Kernenergie, die da heißen: Das nukleare Zeitalter, der nukleare Traum und Nuclear Power Explained. Zudem ist er Mitherausgeber von Physik in unserer Zeit. Herr Dr. Eidemüller, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzliches Dankeschön, Herr Kaletta, für die freundliche Einführung und für das zahlreiche Erscheinen auch dem Publikum. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich noch ganz kurz zwei, drei Vorbemerkungen machen. Einmal zur Diskussion am Ende und dann noch einmal, warum ich hier stehe und wie ich die journalistische Situation beim Thema Endlagerung einschätze. Das Thema Kernenergie ist ja in vielerlei Hinsicht sehr komplex und der Atommüll ist nur ein brisanter Punkt unter vielen. Ich würde allerdings gerne die Diskussion am Ende auf die Themen in diesem Vortrag beschränken, weil sonst erfahrungsgemäß die Fragen sehr ausufern und wir dann nicht fokussiert diskutieren können. Jeder, der über das Thema Atommüll Fragen hinaus hat, etwa zu Laufzeitverlängerungen, neuartige Reaktormodelle, Small Modular Reactors oder auch zu Uranabbau oder Proliferation, kann gerne nach dem Ende der Diskussion noch weiter sprechen. Wir treffen uns ja nachher in der Remise. Ich habe auch ein paar Bücher dabei, in die Sie vielleicht gerne reinschauen können. Das war, wie gesagt, dieses hier. Und dieses hier, eine englische erweiterte Neuauflage. Und wir haben einen großen Bildband da, deswegen sollten Sie mitkommen in die Remise. Der nukleare Traum, bei dem ich als Co-Autor mitwirken durfte, das ist von Bernhard Ludewig, der wird Ihnen auch noch Fragen beantworten können zum Thema Kernenergie. Ich habe außerdem noch ein paar Exemplare der neuen Physik in unserer Zeit. Da haben wir einen Artikel über nukleare Forensik und den Nachweis von strahlenden Partikeln, passend zum Thema. Und warum stehe ich hier überhaupt? Eines vorneweg, ich erhalte kein Honorar für den Vortrag und arbeite als völlig unabhängiger Journalist. Um meine Unabhängigkeit beim Thema Kernenergie zu bewahren, habe ich sogar schon durchaus lukrative Aufträge abgelehnt. Im Wesentlichen mache ich das hier also ehrenamtlich. Auch von meiner Familie arbeitet niemand für ein Energieunternehmen
auch nicht für eine Anti-Atomenergie-Organisation. Als Wissenschaftsjournalist versuche ich, eine möglichst unvoreingenommene Meinung zu beziehen. Ich hätte es zum Beispiel klimapolitisch für besser gehalten, erst aus der Kohle und dann aus der Kernenergie auszusteigen. Um den Atommüll müssen wir uns ohnehin kümmern. Warum das allerdings deutlich teurer werden dürfte als bislang gedacht, darauf kommen wir gleich im Vortrag. Im Laufe der Jahre hatte ich eine ganze Reihe journalistischer Reisen und Recherchen zu vielen unterschiedlichen Themen rund um die Kernenergie und nicht nur zum Atommüll. Im Erzgebirge unter anderem haben wir einmal mit einer Journalistengruppe Orte besucht, an denen Uran entdeckt und erstmals in großem Maßstab abgebaut wurde. Und insbesondere die Wismut besucht, die heute das radioaktive Erbe der Urangewinnung sichert. Außerdem konnte ich ein Atomkraftwerk während einer Revision besuchen und in das Becken eines laufenden Forschungsreaktors schauen. Dazu kamen Tagungen, Konferenzen, Kongresse und Symposien zur Endlagerung, Termine in Ministerien und in Bundestagsausschüssen. Am aufschlussreichsten allerdings waren die Gespräche mit all den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den unterschiedlichsten Gebieten. Von der Reaktor- und Sicherheitstechnik über grundlegende Kernphysik bis hin zur Transmutation und natürlich zur Geologie und Radiologie. Dabei ist mir wiederholt aufgefallen, dass die beteiligten Forscherinnen und Forscher im persönlichen, vertraulichen Gespräch durchaus öfter mal eine andere und kritischere Meinung vertreten, als wenn sie ein Mikrofon vor der Nase haben. Vor der Öffentlichkeit gelten bestimmte und vorgegebene Sprachregelungen. Das hat natürlich den Zweck, dass der wissenschaftliche Diskurs, der durchaus kontrovers geführt wird, geschützt wird vor den unumgänglichen und oft unpassenden journalistischen Vereinfachungen. Mir ist vollkommen bewusst, dass bei einem so polarisierenden Thema wie Atommüll und Endlagerung die beteiligten Institute in Ruhe ihre Arbeit machen wollen, das hat ja auch sein Gutes. Aber an irgendeinem Punkt müssen diese Fragen doch öffentlich diskutiert werden. So habe ich hinter der Hand durchaus schon Beschwerden der Art vernommen, dass etwa manche unabhängige universitäre Forschungsgruppe sich bei der Forschung zu endlagerrelevanten Themen eine stabilere Finanzierung wünscht. Die negative Seite dieser Sprachregelung ist auch, dass interne und kontroverse Diskussionen über sehr grundsätzliche Fragen der Endlagerung in ihrer Komplexität kaum je an die Öffentlichkeit gelangen. Als Wissenschaftsjournalist muss ich dazu bemerken, dass das auch deswegen ärgerlich ist, weil fachlich weniger versierte Kolleginnen und Kollegen keine Chance haben, anhand von Zwischentönen die persönliche Meinung eines Wissenschaftlers herauszuhören. Und das Thema Atommüll und Endlagerung ist dermaßen komplex und verwickelt, dass es als journalistisches Thema in der heutigen schnelllebigen Medienwelt kaum verwertbar ist, wenn man es einem Gesamtüberblick darstellen will. Man kann das fast nur in Form von Büchern oder thematisch fokussierten Vorträgen wie diesem hier diskutieren. Ich stehe also vor Ihnen nicht als Journalist, sondern schlicht als besorgter Bürger, der sich mit Ihnen zusammen Gedanken um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Atommüll machen möchte. Dabei möchte ich auch ein paar Legenden gerade rücken, die sich leider immer wieder in den Medien finden, nicht zuletzt zum Thema Strahlenrisiken und zur Transmutation. Ich möchte dazu auch sagen, natürlich gibt es auf jedem Gebiet Expertinnen und Experten, die sehr viel tieferen Einblick haben als ich. Und ich habe jetzt bei diesem Vortrag bei den Zahlen einiges vereinfacht, um es klarer darzustellen, damit trotz aller Komplexität die relevanten Größenordnungen sichtbar werden. Und damit genug der Vorrede, gehen wir in medias res. Werfen wir zunächst einen Blick. Achso, das ist noch ein kurzer historischer Einblick links in die Wismut. So hat man in der Nachkriegszeit für Arbeitssicherheit gesorgt. Oben ist Uranerz zu sehen, anhand dessen Uran als Element überhaupt entdeckt worden ist durch den Berliner Chemiker Klaproth. Und rechts sehen wir in einem Forschungsreaktor Tscherenkow-Strahlung. Kommen wir zur globalen Situation der Kernenergie. Wie wir auf der Karte sehen können, wird in sehr vielen Ländern Kernenergie benutzt, in den meisten Industrieländern. In einigen kleinen Ländern auch, die gar kein taugliches Gestein für eine Endlagerung haben. In Europa macht die Kernenergie ungefähr 25% der Stromerzeugung aus. Also nicht der Primärenergie, sondern der Stromerzeugung. Weltweit sind das ungefähr 10%. Es gibt über 400 Kernreaktoren global. Das Problem mit dem Atommüll steht also in vielen Ländern an. Und es fällt auch einiges an Atommüll an. Es werden einige Endlager gebaut werden müssen. Das heißt aber auch, dass sich innerhalb großer internationaler Forschungsverbünde, etwa zur Endlagerung oder zur Transmutation, auch Kompetenzen bündeln und Einsparungen erzielen lassen.
Dann schauen wir uns kurz die wissenschaftlichen Grundlagen an. Was heißt Strahlenbelastung überhaupt? Wie die meisten hier wahrscheinlich schon wissen, ist im Wesentlichen Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung entscheidend für den Strahlenschutz an der Turmel. Wir haben keine Sinnesorgane dafür, sondern brauchen Strahlenmessgeräte. Denn wegen ihrer hohen Energie kann radioaktive Strahlung, auch ionisierende Strahlung genannt, Moleküle in den Zellen zerstören oder schädliche biochemische Reaktionen auslösen, die dann zu weiteren Schäden in Zellen führen. Alpha- und Beta-Strahlung wird relativ schnell in Materie gestoppt, Gamma-Strahlung dringt weiter durch. Allerdings sind Alpha- und Beta-Strahler besonders gefährlich, wenn sie inkorporiert werden, also mit der Nahrung in den Körper oder mit der Luft in die Lunge aufgenommen werden. Dann deponieren sie ihre gesamte Strahlungsenergie in einem kleinen Volumen. Dabei ist Alpha-Strahlung nochmals deutlich gefährlicher als Beta-Strahlung. Es ist jetzt nun zum Schutz vor Strahlung entscheidend, erstens eine möglichst kurze Zeit der Strahlung ausgesetzt zu sein und zweitens eine größere Distanz einzuhalten bzw. möglichst viel abschirmendes Material zwischen sich und eine Strahlungsquelle zu bringen. Bereits ein Castor-Behälter mit seinen massiven Stahlwänden oder ein paar Meter Wasser bieten bereits großen Schutz vor Strahlung. Man muss schon viele Stunden direkt neben einem Castor-Behälter verbringen, um sein Krebsrisiko nennenswert zu erhöhen. Und man kann bei Forschungsreaktoren zum Beispiel durch ein paar Meter Wasser hindurch direkt auf die Cherenkov-Strahlung schauen, die eine Folge der Kernreaktion ist, ohne dass man sich dabei irgendeiner Gefahr aussetzt. Ohne diesen Schutz wäre man innerhalb kurzer Zeit tödlich verstrahlt. Grundstoff der Kernenergie ist Uran. Im Periodensystem ist Uran viele radioaktive Zerfälle von stabilem Blei entfernt. Warum gibt es nun immer noch Uran in der Erdkruste, wenn es doch instabil ist? Ganz einfach, weil es eine extrem hohe Lebensdauer hat, nämlich eine ähnlich lange Halbwertszeit wie das Alter der Erde. Diese Halbwertszeit ist bei jedem instabilen Atomkern unterschiedlich und kann zwischen Sekundenbruchteilen und vielen Jahrmilliarden liegen. Nach einer Halbwertszeit ist noch die Hälfte eines radioaktiven Materials vorhanden, nach zwei ein Viertel, nach 10 Halbwertszeiten und nur noch ein Tausendstel, nach 20 Halbwertszeiten ein Millionstel. Diese einfache Rechnung für die Nichtphysiker im Publikum, diese einfache Rechnung mit der zehnfachen Halbwertszeit kann man sich gut im Hinterkopf behalten. So ist zum Beispiel Plutonium 239, aus dem man Bomben bauen kann und das stark radiotoxisch ist, eines der gefährlichsten Materialien im Atommüll. Noch dazu liegt es in größeren Mengen vor. Seine Halbwertszeit ist 24.000 Jahre. 10 Halbwertszeiten entsprechen dann 240.000 Jahren. So lange muss man also warten, bis aus einer Tonne Plutonium ein Kilogramm geworden ist. Nach noch einmal 240.000 Jahren, also insgesamt knapp einer halben Jahrmillion, ist nur noch ein Gramm übrig. Und die meisten Stoffe im Atommüll haben deutlich kürzere Halbwertszeiten als Plutonium, einige allerdings deutlich längere, bis zu einigen Millionen Jahren. Woher kommt nun das Plutonium und all die anderen Stoffe, die im Atommüll vorliegen? Werfen wir mal kurz einen Blick auf den Grundstoff, der in Kernreaktoren zum Einsatz kommt. Oben sehen wir, wie Urandioxid zu solchen Pellets gepresst wird. Die Pellets werden dann unten in diese Brennstäbe, das sind die silbernen Stäbe, eingesetzt. Die haben eine hochfeste Hülle aus Zirkonium. Und die wiederum werden in Brennelemente zusammengesetzt, die dann in den Reaktor eingebracht werden und dort dann Kettenreaktionen machen. Dabei wird das Uran durch Neutronen gespalten und setzt wiederum Spaltprodukte und weitere Neutronen frei. Die Spaltprodukte sind ungefähr halb so schwer wie die Uranatome. Hierzu gehören Edelgase wie Krypton oder Metalle wie Barium, insgesamt eine breite Mischung von Isotopen aus der Mitte des Periodensystems. Grundsätzlich sind die Spaltprodukte sehr starke Beta-Strahler. Außerdem werden bei der Kernspaltung Neutronen freigesetzt, die im Rahmen der Kettenreaktion weitere Uranatome spalten können. Die Neutronen können sich aber auch an Atomkerne anlagern, statt welche zu spalten, insbesondere an das Uranisotop Uran-238. Über solche Prozesse entsteht zuerst Plutonium und dann weitere gefährliche schwere Radionuklide, die sogenannten Transurane. Dazu gehören Elemente wie Neptunium, Plutonium, Curium und Americium. Diese entstehen beim Reaktorbetrieb laufend als Nebenprodukt und gelten als besonders brisant, weil sie zum Teil sehr lange Halbwertszeiten haben und stark radiotoxische Alpha-Strahler sind.
Die Spaltprodukte hingegen haben meistens eine kurze bis mittellange Halbwertszeit im Bereich einiger Minuten bis Dutzenden Jahren. Dadurch, dass sie ihre gesamte Energie in diesem kurzen Zeitraum abgeben, sorgen sie für eine sehr starke Wärmeentwicklung des Atommülls. Das ist die berüchtigte Nachtzerfallswärme. Das hat etwa in Fukushima auch nach Abschaltung der Kettenreaktion bei mehreren Reaktoren zur Kernschmelze geführt. Es gibt aber auch einige Spaltprodukte mit zum Teil sehr langen Halbwertszeiten, die besondere Schwierigkeiten bei der Endlagerung machen. Etwas vereinfacht gesagt wieder, die schweren Transurane sind starke Alphastrahler und öfters mit langer Halbwertszeit, sollten allerdings genauso wenig in die Nahrungskette gelangen wie die Spaltprodukte, die als starke Beta-Strahler häufig kurzlebig sind, allerdings mit einigen Ausnahmen. Was heißt nun aber gefährliche Strahlung? Wir sind von einer ständigen Hintergrundstrahlung umgeben aus radioaktiven Quellen aus dem Boden, aus den Wänden, aus dem Weltall und auch aus uns selbst. Aufgrund von radioaktiven Isotopen, Radionukliden, die wir ständig mit der Nahrung aufnehmen. Die Einheit, mit der man Strahlenbelastung misst, heißt Sievert. Die natürliche Strahlenbelastung oder Hintergrundstrahlung ist so schwach, dass sie keinen messbaren negativen Effekt auf uns besitzt. Sie beträgt nach Wohnort pro Jahr typischerweise 2 bis 4 Millisievert, also Tausendstel Sievert. Akut gefährlich wird Strahlung ab etwa 300 Millisievert aufwärts, also rund das Hundertfache der natürlichen jährlichen Hintergrundstrahlung auf einen Schlag. Das kann dann mit Veränderungen des Blutbilds, Übelkeit etc. einhergehen. Ab einem Sievert wird es dann zunehmend lebensgefährlich und 6 Sievert aufwärts sind fast immer tödlich. Das Wichtige bei der Strahlenbelastung ist nun, dass man 2 Effekte prinzipiell unterscheiden muss. Bei sehr, sehr hohen Strahlendosen, die erwähnten 1 bis 6 Sievert, muss man mit akuten Schäden rechnen, die aber wieder vollständig verschwinden können, wenn man genesst, wenn man diese Strahlenkrankheit also übersteht. Niedrigere Dosen sind aber auch nicht völlig ungefährlich, denn sie können das Risiko für Krebs erhöhen, zusätzlich auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Allerdings ist dieses Risiko geringer als das Krebsrisiko. Deswegen wollen wir uns auf Letzteres beschränken. Wie kommt das Krebsrisiko zustande? Durch die Strahlung kann auch das Erbgut, die DNA der Zellen, beschädigt werden. Nun entsteht Krebs nicht einfach durch einen einzigen Schaden an der DNA. Unsere Zellen besitzen verschiedene Schutzmechanismen, die eine Entartung verhindern. Erst wenn mehrere Mutationen zusammenkommen, kann schließlich Krebs entstehen. Man sieht einem Krebs deshalb seine Ursache nicht an. Es kann trotz einer Verstrahlung sein, dass ein Krebs auch unabhängig davon entstanden wäre. Und andererseits kann eine kleine Strahlendosis genau die Mutation zu viel ausgelöst haben, die dann den Krebs hervorgerufen hat. Dieses Risiko, also das Krebsrisiko, wird in der Strahlenepidemiologie international nach dem LNT-Modell berechnet, das sogenannte Linear No Threshold Model. Es ist eine lineare Dosis-Wirkungskurve. Das heißt, diesem Modell zufolge erhöhen auch kleine Mengen an Radioaktivität das Krebsrisiko. Zwar nur ein ganz kleines bisschen, aber eben doch. Dieses LNT-Modell ist statistisch erwiesen für höhere Strahlungsdosen ab etwa 100 Millisievert aufwärts, also weit überhalb der Grenzwerte. Nun ist folgender Punkt wichtig. Man benutzt zwar das LNT-Modell, um mögliche Schäden zu minimieren, es ist aber nicht ganz klar, ob kleine Strahlendosis wie vielleicht 10 Millisievert oder 5 oder auch 0,5 dann auch ein Zehntel oder ein Hundertstel so gefährlich sind wie entsprechend 100 Millisievert. Geht man vom LNT-Modell aus, dann gilt Folgendes, grob über den Daumen gepeilt und vereinfacht. 100 Millisievert über längere Zeit aufgenommen, erhöhen das Krebsrisiko um rund 0,5%. Das heißt, 100 Millisievert, die auf 1000 Personen treffen, erzeugen 5 Krebsfälle. Zum Vergleich, in industrialisierten Gesellschaften sterben rund 25% ohnehin an Krebs. Das heißt, wenn 1000 Menschen 100 Millisievert aufnehmen, sterben statt 250 Menschen 255 Menschen an Krebs. Man kann aber nicht wissen, bei welchen 5 von diesen 255 die radioaktive Strahlung der ausschlaggebende Faktor war. Relevant für den Umgang mit Atommüll ist nun die Frage, was passiert bei kleinen Strahlendosen? Wenn Radioaktivität an die Umwelt gelangt, wird sich das Material stark verdünnen, wenn es aus einem solchen Endlager herausdiffundiert. Dafür wird die Strahlung über einen langen Zeitraum hinweg sehr viele Menschen betreffen. Das heißt, wenn zum Beispiel wir das Modell mit dieses LNT-Modell annehmen
und die Anzahl der Menschen um den Faktor 100 erhöhen und die Strahlung um den Faktor 100 reduzieren, also 100.000 Menschen mit nur 1 Millisievert bestrahlt werden, dann sind ebenfalls 5 Krebstote zu erwarten. Das statistisch nachzuweisen ist natürlich nicht möglich, weil unter 25.000 zu erwartenden Krebsfällen 5 statistisch überhaupt nicht auffallen. Wir können das Spiel auch weitermachen mit 1 Million Menschen und 0,1 Millisievert Strahlung und so weiter. Dann hätte man entsprechend 5 Tote pro Generation. Auf 10.000 Generationen gerechnet, kämen in diesem Fall einige Strahlenopfer zusammen. Solange nicht klar ist, ob derart niedrige Strahlungsdosen eine biologische Wirkung haben, gilt das LNT-Modell als weltweit akzeptierter Standard für den Strahlenschutz. Das heißt, auch geringe Strahlenbelastungen sind zu vermeiden, vor allem wenn sie viele Menschen und einen langen Zeitraum betreffen. Nun hört man hin und wieder das Argument von der Hormesis, dass geringe Strahlungsdosen sogar eine gesundheitsfördernde Wirkung hätten. Dazu muss man allerdings sagen, das ist völlige Spekulation und eine gefährliche Annahme. Wir haben ein kleines Bild hier links ein historisches Radiumbad in Oberschlema. Da machen die Werbung, sie sind die stärkste Radiumquelle der Welt. Das hilft gegen alles Mögliche, gegen Gicht, Ischias, Neuralgien, Wechseljahresbeschwerden und man konnte halt auch Verjüngungskuren machen. Das spricht ein bisschen für den Optimismus der damaligen Zeit, was man mit radioaktiver Strahlung alles machen kann. Rechts ist ein Bild aus heutiger Zeit. Das ist in Jachimov auf der tschechischen Seite des Erzgebirges. Die werben sehr offensiv mit allen möglichen Kuren, die man dort machen kann. Und allerdings muss man dazu sagen, in der heutigen Zeit, die Strahlungsmengen, die man in so einer Radonkur abbekommt, die sind sehr gering. Diese ziemlich schwache Strahlung soll das Immunsystem anregen und gegen Rheumatismus und Ähnliches helfen. Das kann vielleicht sogar sein. Das ist auch ein Thermalwasser, wobei ich persönlich einen starken Placebo-Effekt für wahrscheinlich halte. Aber selbst wenn dem so ist, sagt das noch nichts über das langfristige Krebsrisiko. Rheumatismus hat mit Krebs nichts zu tun. Biologische Wirkmechanismen deuten darauf hin, dass auch kleine Strahlendosen gefährlich sein können. Schlicht und einfach, weil Strahlung, da wo sie langfliegt, freie Radikale und Ähnliches erzeugt, was prinzipiell immer zu Schäden an der DNA führen kann. Ob die Dosis-Wirkungskorrelation exakt linear verläuft, wie es das LNT-Modell vorhersagt, oder vielleicht etwas geringer, weil der Körper bei kleinen Dosen besser mit der Reparatur hinterherkommt, ist gegenwärtig noch nicht geklärt. Man sollte aber keinesfalls darauf bauen, dass kleine Strahlungsdosen komplett wirkungsfrei oder sogar gesundheitsfördernd sind. Kommen wir nun zu einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil er sehr unterschlagen wird in der allgemeinen Diskussion. Das sind die psychologischen Folgen von Strahlung. Bei Tschernobyl etwa waren die psychologischen Auswirkungen massiv, sowohl auf die evakuierte Bevölkerung als auch auf die Liquidatoren. In diesem Fall war das allerdings schwer zu analysieren wegen des kurz darauf folgenden Zusammenbruchs der Sowjetunion. Mit der staatlichen Ordnung ging auch das Gesundheitswesen und die berufliche Sicherheit der Menschen den Bach herunter. Aus Fukushima gibt es statistisch deutlich klarere Daten. Ältere Evakuierte hatten in den 2 Jahren nach der Evakuierung ein dreifach erhöhtes Sterberisiko. Nicht die Strahlung selbst, sondern die Angst vor ihr und der Stress der Evakuierung hatten den Menschen zugesetzt. Dutzende Suizide waren zu verzeichnen, außerdem zahlreiche nicht tödliche psychische Folgen wie Alkohol, Zigaretten, Drogen- und Tablettenabhängigkeit, Schlafstörungen, posttraumatisches Belastungssyndrom, diffuse Angstzustände, Depressionen, damit einhergehende ungesunde Lebensweise, Übergewicht etc. Mütter sorgten sich, ihre Kinder könnten an Krebs erkranken. Viele junge Frauen hatten Angst, überhaupt jemals ein Baby zu bekommen, weil sie Mutationen befürchteten. Ein japanischer Psychiater hat dies den Godzilla-Effekt genannt. Man kann das nun Radiophobie nennen, denn nach allen Strahlenmessungen bestand für diese Menschen kein nennenswertes Strahlenrisiko. Aber für die Betroffenen ist das ein absolut realer Effekt, der sich niederschlägt in einem Verlust an Lebensjahren, an Gesundheit und an Lebensqualität. Diese Strahlenangst, zu der es auch zahlreiche Symposien gibt, rührt davon her, dass radioaktive Strahlung einerseits unsichtbar und unverständlich ist für die meisten Menschen und dass sie andererseits langfristige tödliche Erkrankungen mit hoher Latenzzeit, insbesondere Krebs, hervorrufen kann. Insgesamt werden die psychologischen Folgen von Strahlenexposition von zahlreichen Studienautoren als gravierendste Folge gewertet. Das ist eine äußerst wichtige Lehre aus jahrzehntelangen Analysen radiologischer Gefährdungslagen, nicht nur in Tschernobyl und Fukushima.
So, schauen wir uns nun einmal die Brennstoffkette an. Wir sehen hier links unten, wird das Uran gewonnen aus Uranerz, dann konvertiert über Uranhexafluorid dann zu diesen Pellets oder erstmal dann als Gas angereichert. Anschließend links oben werden die Pellets und Brennelemente hergestellt, die dann ins Kernkraftwerk geschickt werden und nach Abbrand schließlich rechts oben im Zwischenlager landen. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Macht man noch einmal eine Reprozessierung? Man könnte zum Beispiel mit dem Purex-Verfahren Uran und Plutonium herausholen und das wieder in Brennelemente schicken. Man könnte auch Atomwaffen aus dem Plutonium bauen. Also die üblichen Spaltprodukte, was da drin steckt, wird dann üblicherweise in Glaskokillen verarbeitet und dann in Castor-Behälter verpackt. Oder man steckt, das ist in den meisten Ländern die Idee und ist die Mehrheit des Atoms, glaube ich, man steckt die abgebrannten Brennelemente direkt in Castor-Behälter. Das ist deutlich einfacher und billiger und man muss keine Wiederaufarbeitungsanlagen betreiben. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Endlager und wenn ja, was für eins? Da kommen wir gleich dazu. Man unterscheidet nun drei Kategorien bei Atomen: Leicht-, Mittel- und hochradioaktiven Abfall. Dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Wärme- und nicht wärmeentwickelten Stoffen, was wir hier aber nicht weiter diskutieren werden, weil es eher für technische Aspekte von Belang ist. Denn je mehr Wärme ein Atommüllbehälter entwickelt, in desto größerem Abstand vom nächsten Behälter muss er gelagert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Leicht radioaktiver Atommüll besteht unter anderem aus Putzlappen und Arbeitskleidung in kerntechnischen Anlagen, ist sehr gering kontaminiert, dafür allerdings eine große Abfallmenge, stellt allerdings für die Entsorgung das geringste Problem dar. Bei mittelradioaktivem Abfall hat man bereits deutlich höhere Ansprüche an eine sichere Verwahrung. Hierzu gehören etwa Strukturteile aus der Wiederaufbereitung, die Hülsen der Brennelemente, Harze aus der Wasserreinigung, verschiedene radioaktive Abfälle aus wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Anwendungen. Diese Stoffe müssen gut abgeschirmt und teilweise über Jahrhunderte bis Jahrtausende sicher gelagert werden, bis ihre Aktivität weitestgehend abgeklungen ist. Diese Gesamtmenge an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen ist groß und macht deutlich über 90% des gesamten Atommülls aus. In Deutschland entspricht das Volumen davon ungefähr 30 Fußballfeldern, auf denen 3 Meter hoch gestapelt wurden. Ist aber natürlich, vergleicht man das mit Asche aus Kohlekraftwerken und sowas, noch eine sehr überschaubare Menge. Hochradioaktiver Atommüll macht zwar sehr viel weniger Volumen aus, übertrifft die anderen Abfallarten allerdings in seiner Radioaktivität wie auch in seiner Langlebigkeit um ein Vielfaches. Ist für ungefähr 99% der Gesamtradioaktivität verantwortlich, insbesondere für den sehr langlebigen. Dazu gehören natürlich, wie bereits besprochen, die Spaltprodukte der Kettenreaktion und die erbrüteten Transurane. Ein Kernkraftwerk mit einer Leistung von gut 1 Gigawatt versorgt jetzt nun rund 1 Million Haushalte mit Strom und produziert pro Jahr ungefähr 30 Tonnen hochradioaktive Abfälle. Ein Kohlekraftwerk gleicher Leistung produziert 400.000 Tonnen Asche als Abfall und setzt entsprechend viel Kohlendioxid in die Umwelt frei. Weltweit erzeugen Kernreaktoren gut 10.000 Tonnen hochradioaktiven Abfall pro Jahr. In Deutschland werden es nach Abschalten des letzten Kernkraftwerks insgesamt auch etwas über 10.000 Tonnen hochradioaktiven Abfall sein. Davon sind 1% sehr langlebige Nuklide. Das heißt, 99% des hochradioaktiven Abfalls sind kurzlebig oder mittellebig. Ne? Dazu kommt noch radioaktive Abfälle aus dem Betrieb und Stilllegung von Kernkraftwerken sowie Forschung, Industrie und Medizin. Frischer Atommüll hat wegen der kurzlebigen Spaltprodukte eine Wärmeentwicklung von bis zu 20 Kilowatt pro Kubikmeter. Wegen dieser Wärme müssen frisch abgebrannte Brennelemente ein paar Jahre unter Wasser in Abklingbecken lagern. Können wir hier ein Bild dazu, links, das ist an einem Kernreaktor, wie gerade so ein Brennelement da rausgeholt oder reingesetzt wird. Dann können sie, wenn sie abgeklungen sind, nach ein paar Jahren, können sie dann in so einen Castor-Gehälter gepackt werden, rechts im Zwischenlager und dort weiter abkühlen über Jahre bis Jahrzehnte, bis sie dann kühl genug sind, um sie eventuell unterirdisch lagern zu können. Unter den Spaltprodukten, hatte ich angesprochen, gibt es einige langlebige. Dazu gehören bestimmte Isotope wie Jod-129 oder Technetium-99 sowie ein paar weitere. Die machen bei der Endlagersuche gewisse Sorgen.
da sie sehr viel mobiler sind im Erdreich als die Transurane. Transurane sind Schwermetalle und dementsprechend wenig mobil. Die Spaltprodukte sind sehr viel leichtere Elemente und können deswegen schneller an die Erdoberfläche gelangen. Ein Beispiel für Plutonium, wie brisant Plutonium ist. Einige Milligramm mit der Nahrung aufgenommen können bereits tödlich sein. Wird es eingeatmet, ist es als starker Alpha-Strahler sogar noch gefährlicher, dann ist schon bei ungefähr 50 Mikrogramm eine möglicherweise letale Dosis erreicht. Das einzig Positive an diesen Transuranen ist, dass sie nicht besonders mobil sind im Untergrund. So, kommen wir jetzt mal zum Konzept der Endlagerung. Der Atommüll muss ja irgendwo hin. Und wie sieht das aus? Achso, wir haben noch von den Anteilen am Atommüll ganz kurz. Aus einer Tonne spaltbaren Materials werden nach dem Abbrand 52 Kilogramm stabile Spaltprodukte. Die haben dann nach dem Abklingen sind die schon ausgestrahlt. Übrig bleiben dann 2 Kilogramm kurzlebige, Cäsium-137, Strontium-90 etc. Die haben dann typischerweise ein paar Jahre, Dutzend Jahre Lebensdauer. 3 Kilogramm langlebige Spaltprodukte, 11 Kilogramm Plutonium und 2 Kilogramm Transurane. Nur für, als Beispiel, ne, da sieht man auch schon gleich, dass Plutonium relativ dominant ist. Kommen wir zum Konzept der Endlagerung. Damit Radionuklide nicht ins Grundwasser und in die Biosphäre gelangen, muss ein Endlager unter möglichst dichten Wasserschichten von einigen hundert Metern Dicke liegen. Es soll auch möglichst wenig Wasser an die Behälter gelangen, da dies die Korrosion enorm beschleunigt. Ein Endlager darf aber auch nicht sehr viel tiefer liegen, denn in der Tiefe wird das Gestein selbst immer wärmer. Aufgrund der Wärmeentwicklung des Atommülls soll die Temperatur an der Oberfläche nicht zu hoch steigen und sollte unter 100 Grad Celsius bleiben. Sonst könnte das in geringem Maß im Gestein vorhandene Wasser verdampfen, was Mikrokanäle ins Gestein sprengen kann und außerdem die Korrosion erhöht. Endlager sind deshalb typischerweise in einer Tiefe um die 500 Meter oder etwas tiefer geplant. Hier sind Druck und Temperatur noch nicht zu hoch. Andererseits ist man bereits tief genug unter dem Grundwasser. Die Behälter und ihre Einfassung sollen möglichst lange dem hohen Druck im Untergrund standhalten. Der Atommüll wird, wenn alles gut läuft, über einige tausend Jahre von diesen Barrieren zurückgehalten, bis zumindest die kurzlebigeren Radionuklide ausgestrahlt haben. Im Laufe der Zeit, nach einigen Jahrhunderten bis Jahrtausenden, korrodieren die Behälter allerdings mitsamt ihrem Inhalt, wodurch die Radionuklide in das umliegende Gestein hinaus diffundieren. Ab diesem Zeitpunkt, an dem immer noch große Mengen Plutonium und anderen Materialien vorhanden sind, dient nur noch das Wirtsgestein als Schutz vor den radioaktiven Substanzen. Auch die stärksten Behälter verzögern nur die Freisetzung. Jedenfalls werden im Laufe der Zeit, auch im günstigsten Szenario, sehr geringe Mengen an radioaktiven Stoffen an die Oberfläche diffundieren. Dies allerdings nur in einer Größenordnung deutlich unterhalb der ohnehin vorhandenen natürlichen Radioaktivität, von der keine signifikante Gefährdung ausgeht. Aus genau diesem Grund ist bei der Suche nach Endlagern das Wirtsgestein so entscheidend. Man sucht nach Gestein, das über 1 Million Jahre in der Tiefe unverändert und vor allem wasserdicht geblieben ist. Warum 1 Million Jahre? Weil dann die berechnete gesamte Radioaktivität des Endlagersystems ungefähr derjenigen von Uranerz entspricht. Das ist zwar auch nicht komplett ungefährlich, wird aber als vertretbar angesehen. Insofern ist das natürlich ein Stück Willkür, denn künftige Generationen könnten das als schlechte Wahl interpretieren. Wir können uns diese Zahl von 1 Million Jahre aber ohnehin nicht vorstellen. Das entspricht gut 30.000 Generationen. Wenn wir mal in der Zeit zurückgehen, dann sind wir vor 1000 Jahren im frühen Mittelalter. Vor 5000 Jahren wurden die Pyramiden gebaut. Viehzucht und Landwirtschaft gibt es seit etwa 10.000 Jahren. Kurz nach der letzten Eiszeit, vor 12.000 Jahren. Den modernen Menschen, Homo sapiens, gibt es seit 300.000 Jahren. Vor 1 Million Jahren lief immerhin schon Homo erectus über unsere Erde, der schon den Faustkeil und das Feuer als modernste Technologie benutzte. 1 Million Jahre ist also rund 100-mal so lange, wie urbane Zivilisation überhaupt existiert und 3-mal so lange wie die Stammesgeschichte von Homo sapiens. Was sind nun mögliche Wirtsgesteine für ein Endlager? Derzeit werden vor allem Salz, Ton und kristalline Gesteine wie Granit oder Gneis untersucht. Keines davon ist eindeutig am besten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Salzgestein hat, wenn es ungestört ist, eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit. Es hat eine Plastizität, verschließt also Hohlräume von selbst unter Druck.
Man kann technisch leicht große Hohlräume darin herstellen, hat allerdings den Nachteil, dass es wasserlöslich ist und Salzwasser außerdem noch außerordentlich korrosiv ist. Grundmineralien haben ebenfalls den Vorteil, dass sie geringe Wasserdurchlässigkeit und hohe Plastizität haben, außerdem ein gutes Bindevermögen oder Rückhaltevermögen von Radionukliden. Dafür hat Ton eine relativ geringe Festigkeit und eine geringe Wärmeleitung, was Probleme beim Endlagerbau bereitet. Kristallingestein wie Granit und Gneis haben im Gegenteil dazu eine hohe Festigkeit und Temperaturunempfindlichkeit. Und wenn sie ungeklüftet sind, eine geringe Gebirgsdurchlässigkeit, neigen allerdings doch zur Bildung von Kluftsystemen. Und Wasser kann durch Poren in Granit laufend durchströmen, bis also auch in den Einlagerungsbereich eines Endlagers hinein. In Tonstein und Salz hingegen strömt das Grundwasser nicht, sondern ist diffundiert lediglich als Porenwasser. Nun soll so wenig Wasser wie möglich, so langsam wie möglich den radioaktiven Abfall erreichen im Endlager. Insbesondere in Granit ist das nicht durch das Gestein selbst gegeben, sondern nur durch zusätzliche technische Barrieren wie eine Ummantelung mit Bentonit oder anderen Materialien möglich. Wie schnell nun die Radionuklide an das Grundwasser und die Biosphäre gelangen, hängt von vielen Faktoren ab und ist Gegenstand detaillierter geologischer Simulationen. Dazu gehören Auslaugraten bei Zutritt von Grundwasser oder Salzlaugen, Löslichkeit und Transportgeschwindigkeiten der verschiedenen Radionuklide und ihrer chemischen Verbindung, Aufnahme durch Pflanzen etc. Wie sieht es nun aus bei der Suche nach Endlagern? Zunächst muss man konstatieren, es gibt trotz jahrzehntelanger Suche weltweit noch kein einziges dezidiertes Endlager für hochradioaktiven Atommüll aus kommerziellen Atomkraftwerken. Es gibt allerdings ein paar wenige Endlager, die zu speziellen Zwecken errichtet wurden. Hier in den USA gibt es das sogenannte Waste Isolation Plant, in dem in New Mexico in rund 650 Meter Tiefe enthält Transuranabfälle aus der militärischen Aufarbeitung. Es gab 2014 dort einen Kontaminationsunfall, der allerdings nicht mit dem Bergwerk, sondern mit der Befüllung von Abfallbehältern zusammenhing. Die Sanierung sollte ursprünglich 2 Milliarden Dollar kosten, ist allerdings mit einer halben Milliarde deutlich billiger ausgefallen. Wenn wir links mal schauen, unten ist der Einlagerungsbereich. Im Prinzip schauen alle geplanten Endlager ähnlich aus. Ne? Das ist dann eine Frage, wie die im Einzelnen angelegt werden. Es gibt auch noch weitere existierende Endlager in der Ukraine und in Belarus. Gibt es eine Art Notfallendlager jeweils, in das strahlende Überreste des katastrophalen Reaktorunglücks von Tschernobyl 1986 eingelagert wurden. In Russland gibt es auch noch Tiefbohrlöcher, in die zu Zeiten der Sowjetunion hochradioaktive Substanzen einfach eingepresst wurden. Eine sehr fahrlässige, aber kostengünstige Methode mit dem Risiko, dass gefährliche Radionuklide durch das Gestein diffundieren oder ausgeschwemmt werden. Von den eigentlichen Endlagern für abgebrannte Brennstäbe aus Atomkraftwerken ist gegenwärtig das Endlager im finnischen Olkiluoto das am weitesten fortgeschritten. Man sieht hier diese spiralförmige Trasse, die von oben runterfährt, wo dann die Castor-Behälter unten in das Endlager gebracht werden. Das liegt in ungefähr 400 Meter Tiefe. Es gibt dort bereits ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. In dieses dringen rund 40 Liter Wasser pro Minute ein. Umgerechnet entspricht das 58 Kubikmetern am Tag. Das ist eine für Kristallingesteine relativ dichte Formation. Dieser Granit hat schon etliche Eiszeiten überstanden. Der Bau von Onkalo ist schon weit fortgeschritten. In einigen Jahren soll bereits die Einlagerung beginnen. Der Betrieb des Endlagers soll rund 100 Jahre dauern und dann das Lager endgültig versiegelt werden. Onkalo liegt in Südwestfinnland, ganz in der Nähe des Atomkraftwerks Olkiluoto. Die Bevölkerung dort ist generell der Atomkraft sehr positiv gegenüber aufgeschlossen. Und zum schnellen und reibungslosen Voranschreiten von Onkalo, dem Endlager, hat auch das hohe generelle Vertrauen in Politik und Medien beigetragen, sowie in die Atomindustrie, die die Kernkraftwerke seit Jahrzehnten ohne größere Störfälle betreibt. Der Nachteil bei dieser schnellen Herangehensweise in Finnland ist das Fehlen kritischer Stimmen und auch eine gewisse Gegenexpertise von unabhängigen Wissenschaftlern. Das umgebende Gestein in Onkalo ist Granit, also grobkristallines Gestein, der zwar in Olkiluoto weitestgehend ungestört ist, aber auch dort kann der Kontakt mit Wasser nicht prinzipiell durch das Gestein, sondern nur durch technische Barrieren verhindert werden. Atommüllbehälter werden also einerseits in eine dicke Kupferhülle eingepackt,
und diese wird anschließend in Bentonit gelagert. Bentonit ist kein Beton, sondern ein Tonmineral, das besonders saugfähig ist und aufquillt, wenn es Wasser aufnimmt. Dadurch stoppt es den Zutritt von Wasser von selbst. Es ist absolut kein Hightech-Material, sondern kommt in zahlreichen Verfahren zum Einsatz, auch unter anderem in Katzenstreu. Wie in Finnland gibt es in Schweden eine ganz ähnliche Situation. Auch dort in Forsmark gibt es ein Atomkraftwerk, das ein hohes Ansehen bei der Bevölkerung genießt. Es gibt auch bereits ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die geologische Situation ist auch vergleichbar mit Granit. Also müssen technische Barrieren gegen den Zutritt von Wasser geschaffen werden. Nun gab es in Schweden im Gegensatz zu Finnland einige mehr kritische Wissenschaftler, die das Verfahren begleitet haben. Und die haben auf eine erhöhte, und zwar erheblich erhöhte Korrosionsgefahr der Atommüllbehälter unter den geologischen Bedingungen vor Ort hingewiesen. Das Kupfer könnte auch ohne Beisand von Sauerstoff mit Chloriden und Sulfiden reagieren und sich sehr viel schneller auflösen als ursprünglich gedacht. Diese Studien haben dazu geführt, dass die schwedische Regierung nun eine internationale Expertenkommission eingesetzt hat, um diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Das wiederum hat auch in Finnland einige Leute hellhörig gemacht. In Frankreich wird gegenwärtig ein großer Teil des Atommülls, sofern er nicht bei den Kernkraftwerken lagert, befindet sich in der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague. Der Staat hat sich für ein Endlager in Buer ausgesprochen und treibt dort die Arbeiten voran. Hier handelt es sich nicht um Kristallingestein, sondern um Ton, ebenfalls in rund 500 Meter Tiefe. Die politisch-wirtschaftliche Situation ist so, Buer liegt in einer strukturschwachen Region und die umliegenden Gemeinden erhalten im Vorfeld des Endlagerbaus großzügige Finanzhilfen vom Zentralstaat. Kritiker sagen, damit soll die Zustimmung zum Bau des Endlagers gekauft werden. In den USA gab es die Idee, ein Endlager in vulkanischem Tuff einzurichten, in Yucca Mountain im Bundesstaat Nevada, also ein etwas ungewöhnliches Wirtsgestein. Das Ungewöhnliche war aber nicht nur das Gestein, sondern auch die Tatsache, dass man seitlich in ein Bergmassiv hineinbohrt. Dieses Projekt ist allerdings mittlerweile gescheitert, da im Untergrund zahlreiche vulkanische Quellen gefunden wurden und das Gebiet insgesamt von vulkanischer Aktivität geprägt ist. Insbesondere zirkuliert das Grundwasser viel schneller als gedacht. In Südkorea gibt es ebenfalls ein gescheitertes Endlagerprojekt auf der Insel Gureopdo. Als positiv wurden dort die Abgeschiedenheit, die geringe Bevölkerungszahl und der geringe zu erwartende Widerstand gewertet. Nach einer Reihe von Gutachten stellte sich allerdings heraus, dass es dort eine tektonische Verwerfungszone gibt, sodass die Planungen ebenfalls abgebrochen wurden. In der Schweiz kristallisiert sich bei der Endlagersuche ein Gebiet in der Nähe der deutschen Grenze heraus. Denn fast überall in der Schweiz sind die geologischen Bedingungen schlecht. Allerdings gibt es im Norden Opalinuston, der prinzipiell als gut tauglich angesehen wird. Kommen wir nun zu einem Negativbeispiel, Deutschland. In unserem schönen Land kann man wunderbar studieren, wie man es mit dem Atommüll nicht machen sollte. Das einzige Gute daran ist, dass die Schäden noch viel schlimmer sein könnten, als sie es sind. Und dass man für den wirklich brisanten Teil des Atommülls wichtige Erkenntnisse aus den gemachten Erfahrungen ziehen kann. Es gibt derzeit ein neues, in Bau befindliches Endlager für leicht- bis mittelradioaktiven Müll, Schacht Konrad. Die geologischen Voraussetzungen gelten als günstig, weil es über den Einlagerungsschächten eine gute Abdeckung durch dichten und gleichmäßigen Ton gibt. Schacht Konrad sorgt bislang nicht für schlimme Neuigkeiten. In der Vergangenheit hat man in Deutschland allerdings auch schon andere Erfahrungen gemacht. Es gibt ein gescheitertes Endlagerprojekt, relativ teuer, in Gorleben und zwei havarierte Endlager für leicht- bis mittelradioaktiven Müll, die westdeutsche Asse und das ostdeutsche Morsleben. Was haben diese drei gescheiterten Standorte gemein? Sie liegen allesamt in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Zonengrenze zwischen Ost und West. Offensichtlich war der Widerstand dort geringer und vor allem, man konnte dem Systemfeind eins auswischen, indem man ihm den Atommüll vor die Nase setzte. So, ein Bild, wie man sich das mal so vorstellen kann. Rechts Stollen in Gorleben, links ein Atommüllbehälter, die dann dort eingelagert werden. Zunächst zum aufgegebenen Endlagerprojekt in Gorleben, ein Salzstock in Niedersachsen. Dieser Ort wurde übereilt als Endlagererprobungsbergwerk eingerichtet, obwohl von Anfang an zahlreiche wissenschaftliche Fragen bestanden zur geologischen Eignung und zum Grundwasserkontakt. Nachdem man viele Jahre Stollen gebaut und viel Geld ausgegeben hat, wurde schließlich klar, dass Gorleben kein guter Standort ist. Auch die Anti-Atomkraft-Bewegung hat dort massiven Widerstand geleistet. Die Schachtanlage ist mittlerweile stillgelegt. Kommen wir zur Asse. Auch wenn sie kein Endlager für hochradioaktiven Atommüll ist,
wollen wir diesen Fall kurz anschauen, weil er viel Lehrreiches enthält. Die Asse ist ein ehemaliges Salzbergwerk, in dem die Endlagerung großtechnisch erprobt werden sollte. Sie wurde aber nicht nur erprobt, sondern jahrzehntelang auch durchgeführt, obwohl schon frühzeitig klar war, dass der Standort denkbar ungeeignet für ein Endlager ist. Die Asse wurde nämlich zunächst 60 Jahre lang als Salzbergwerk genutzt, sodass das Deckgestein durchlöchert ist und jeden Tag von unterschiedlichen Stellen etliche Kubikmeter Wasser in das Bergwerk eintreten. Durch die entstehenden Klüfte können sich außerdem Wirksamkeiten zum Grundwasser ergeben. Diese gesamte Kombination von Faktoren ist genau das Gegenteil davon, was man in einem Endlager haben will. Dennoch wurden über die Jahre dort mehr als 120.000 Gebinde leicht- und mittelradioaktiver Atommüll eingelagert, und zwar oft nicht kontrolliert, sondern einfach in die Hohlräume verstürzt. Mittlerweile ist die politische Entscheidung gefallen, den Müll wieder zu bergen und am besten in Schacht Konrad einzulagern. Kostenpunkt sind voraussichtlich über 4 Milliarden Euro, vielleicht auch etwas mehr. Einige Experten haben sich dafür ausgesprochen, lieber die Hohlräume zu versiegeln und den Wassereinzutritt zu begrenzen, weil durch die Bergung der Behälter mehr Radioaktivität frei werden könnte als bei einer Versiegelung. Eine derartige Havarie in einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll würde sich jedoch in jeglicher Hinsicht um viele Größenordnungen schlimmer auswirken. In Morsleben gibt es ähnliche, wenngleich nicht ganz so gravierende Probleme. Das Endlager DDR, für leicht bis mittelradioaktive Abfälle, auch früher ein Bergwerk gewesen für Kalisalze. Auch hier gab es frühzeitige Warnung und es wurde dennoch Atommüll eingelagert. Zuerst von der ostdeutschen Atomindustrie, dann nach der Wende von der westdeutschen. Die Regierung unter Helmut Kohl nutzte einfach die DDR-Betriebsgenehmigung von 1986 weiter. Örtliche Wissenschaftler warten vor den Konsequenzen. Die Regierung von Sachsen-Anhalt hielt den Betrieb für nicht mehr vertretbar. All diese Einwände wurden aber von der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel abgebügelt. In nur 4 Jahren entsorgte die westdeutsche Atomindustrie über 22.000 Kubikmeter leicht- bis mittelradioaktive Abfälle und damit deutlich mehr als die DDR in 2 Jahrzehnten. Und sogar mehr, als die DDR-Betriebsgenehmigung eigentlich erlaubte. Angela Merkel plante sogar einen Weiterbetrieb bis 2005. 1998 gab es allerdings einen Beschluss des zuständigen Oberverwaltungsgerichts, dass die Einlagerung stoppte. Da in Morsleben der Wassereintritt aber weniger massiv und besser kontrollierbar ist als bei der Asse, wird hier das Prinzip der Abdichtung verfolgt und keine Bergung. Den Steuerzahler wird das insgesamt über 2 Milliarden Euro kosten. Die Bundesregierung verbucht diese Kosten als einigungsbedingte Altlast. Wenn man sich so seine Gedanken über das Funktionieren von Politik und ihre Verwobenheit mit der Energiewirtschaft macht, dann kann man eventuell auch zu dem Schluss kommen, dass Frau Merkel mit diesen Tätigkeiten ihre Befähigung für höhere Weihen in der Bundespolitik unter Beweis gestellt hat. Warum ich all das erwähne? Es sind nicht nur diese Begebenheiten, sondern auch die Analyse aller großen Reaktorkatastrophen oder beinahe Katastrophen, die zeigen, dass es oft der Faktor Mensch ist, der erst Probleme verursacht und dass andere diese Probleme dann ausbaden müssen. Das Streben nach Macht und Profit ist allerdings der Modus operandi der gesellschaftlichen Eliten. Beim hochradioaktiven Atommüll sollte die Zivilgesellschaft deshalb so eng und fachlich informiert wie möglich den gesamten Prozess begleiten. In Deutschland soll das Standortauswahlgesetz zumindest die Einbeziehung der Zivilgesellschaft gewährleisten. Auch an der Ausgestaltung dieses Gesetzes gibt es Kritik, weil die zivilgesellschaftlichen Akteure zwar den Prozess begleiten und Alarm schlagen können, immerhin, aber letztlich überstimmt werden können. Kommen wir kurz zur wirtschaftlichen Seite und zählen einmal zusammen. Die gescheiterte Erkundung von Gorleben hat rund 1,6 Milliarden Euro gekostet. Die Bergung des Mülls aus der Asse und die Stilllegung und Stabilisierung von Morsleben sind mit mindestens 6 Milliarden Euro veranschlagt. Wahrscheinlich werden es einige mehr. Die Bundesregierung hat für den hochradioaktiven Atommüll für 24 Milliarden Euro knapp die Verantwortung übernommen von der Atomwirtschaft, obwohl dessen Radioaktivität ein Faktor 100 größer ist. Also können wir anhand der Kosten davon ausgehen, dass das sehr eng kalkuliert ist. Wenn bei einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll eine Havarie auftritt, werden die Kosten sofort alle Budgets weit überschreiten. In den USA gibt es ein großes, hochkontaminiertes Gelände, die Hanford Site. Dort standen im Kalten Krieg mehrere Reaktoren und Wiederaufbereitungsanlagen zur Gewinnung von Atombombenmaterial. Dabei wurde auch eine große Menge radioaktives Material in der Umgebung verteilt, durch Lecke, Tanks und so weiter. Die Dekontaminierung ist bereits in Gang. Sie wird Jahrzehnte dauern und weit über 100 Milliarden Dollar kosten. Über 10.000 Arbeitskräfte sind dort tätig.
Und dabei ist das meiste dort oberirdisch und lässt sich verhältnismäßig einfach dekontaminieren im Vergleich zu einem Endlager tief im Gestein. Nur als Beispiel, wie schnell die Kosten explodieren können, wenn irgendetwas schiefgeht bei der Endlagerung. Und man kann auch noch eine weitere Lehre aus dem Desaster von Asse und Morsleben ziehen. Die Institution, Nationalstaat, ist sehr viel kurzlebiger als der Atommüll. Strahlung und Kontamination kennt keine Staatsbürgerschaft. Kommen wir zu den offenen Fragen. Eine sehr wichtige Frage ist natürlich, soll man ein Endlager rückrollbar gestalten, ja oder nein? Man hat früher in Deutschland Endlager ohne Rückholbarkeit favorisiert. Mittlerweile geht die Tendenz in die andere Richtung, was ich persönlich begrüße. Ich denke, es waren vor allem die schlimmen Erfahrungen mit der Asse, die hier zu einem Umdenken geführt haben. Auch international geht die Tendenz in diese Richtung. USA oder Frankreich zum Beispiel tendieren nach langen Diskussionen ebenfalls zum Konzept der Rückholbarkeit. Bei der Asse war übrigens ursprünglich auch angedacht worden, dieses Endlager rückholbar zu gestalten. Man hat aber aus Kostengründen darauf verzichtet. Das macht die Bergung nun sehr viel schwieriger und teurer. Rückholbarkeit heißt, es gibt im Endlager implementierte Maßnahmen, die es erleichtern, zum Beispiel die Stollen wieder aufzufahren und den Atommüll rauszuholen. Ein realistischer Zeitrahmen dafür sind vielleicht 100 bis 200 Jahre, vielleicht mit etwas Glück ein bisschen länger, je nach örtlicher Geologie. Danach wird es immer schwieriger, weil durch den Druck in der Tiefe sich die technischen Strukturen auch verformen. Für ein Endlager ohne Rückholbarkeit spricht, dass es sich besser abdichten und gegen Zugriff schützen lässt. Eine Bergung ist nur im Notfall vorgesehen, denn das hieße, ganz neue Schächte abzuteufen, um eventuell unter hohen Sicherheitsmaßnahmen korrosionsbedrohte oder bereits korrodierte Behälter aus der Erde zu holen. Für beides, Rückholung als auch Bergung, braucht man eine präzise Dokumentation für die Nachkommen, die über Jahrhunderte gewährleistet sein muss. Allein hierzu gibt es eine ganze Reihe großer Forschungsprojekte. Aber auch zu Chemie, Geochemie und Biogeochemie gibt es einige offene Fragen. So wird seit einigen Jahren diskutiert, ob durch ungewöhnliche Prozesse sich Gase bilden können, die einen gewissen Gasdruck aufbauen und Poren ins Gestein sprengen können. Das könnte durch chemische oder geochemische Prozesse geschehen oder aber auch durch die Arbeit von Mikroben. Insgesamt gibt es noch eine ganze Reihe neuer Forschungsergebnisse zum chemischen Verhalten. 2006 erregte die Entdeckung großes Aufsehen, dass Plutonium sich, obwohl es ein Schwermetall ist, im Untergrund über größere Strecken bewegen kann. Denn auch wenn es sich nicht gut in Wasser löst, hatten Forscher in kontaminierten Gebieten festgestellt, dass es innerhalb weniger Jahrzehnte mit dem Grundwasser über Kilometer transportiert worden ist, und zwar quasi als Anhalter, indem es sich an Kolloide bindet, also Nanometer große Partikel von Tonmineralien, Eisenoxiden oder organischen Substanzen. 2019 gab es eine interessante Entdeckung bei der Forschung an Plutonium. Bei radiochemischen Experimenten ergab sich, dass Plutonium auch in einer stabilen Phase der Oxidationsstufe 5 vorliegen kann, was man bislang gar nicht für möglich gehalten hätte. Was das für die Chemie und Geochemie im Endlager heißt, ist noch nicht völlig klar. Es könnte positiv oder vielleicht auch negativ sein. Es ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass vieles an der Chemie und Geochemie der schweren Elemente noch schlecht verstanden ist. Ein weiterer unbekannter oder wenig bekannter Unsicherheitsfaktor sind die Mikroben im Untergrund. Die werden zum Beispiel am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf intensiv erforscht. Und man vermutet, dass auch tief im Untergrund noch um die 10.000 Spezies an Bakterien und Extremophilen existieren. Bislang sind nur 2.000 davon überhaupt bekannt und auch die sind nicht alle im Detail studiert. Zitat eines Forschers: Es gibt auf der Welt nichts Giftiges ohne einen Mikroorganismus, der genau jenes Gift mögen würde. Was das für den Atommüll heißt, ist noch überhaupt nicht klar. Sollten manche Mikroben Geschmack an den Behältermaterialien oder am Atommüll selbst finden, ist mit einer deutlich beschleunigten Korrosion und Freisetzung der Radionuklide zu rechnen. Denn Mikroorganismen sind in der Lage, so ziemlich jedes Material zu durchdringen und letztlich aufzulösen. Zeit genug hätten sie in einem Endlager. Kommen wir nun zum Faktor Mensch. Dem Anthropozän. Die bisherige Endlagersuche ist strikt an geologischen Bedingungen ausgerichtet. Allerdings lebten in den letzten Millionen Jahren in Summe weniger Menschen auf unserem Planeten als gegenwärtig. Und frühere Generationen bauten keine so große Städte wie heute, keine so tiefreichenden Bergwerke oder förderten andere Rohstoffe von so tief aus der Erde. Dieser Faktor Mensch lässt sich nicht vorhersehen. Er könnte fatal sein in Zukunft, wenn etwa künftige Generationen in ferner Zukunft in Unkenntnis des in der Tiefe liegenden Atommülls beschließen, im Deckgestein eines Endlagers zum Beispiel ein Salzbergwerk zu errichten und es dann, so wie bei der Asse, zu Wassereinbrüchen kommt.
Der Faktor Mensch tritt bei den heute verfolgten Endlagerkonzeptionen insofern auf, als man den möglichen Eingriff des Menschen in ein Endlager, wenn er denn hineinbohrt, möglichst zu minimieren versucht, etwa indem man die strahlenden Behälter gut umkapselt und mit technischen Barrieren umgibt. Implizit steht hinter dem heutigen Endlagersuchverfahren die Annahme, falls kommende Generationen in der Lage sind, ähnlich tiefe Löcher zu bohren wie wir, dann sollten sie auch in der Lage sein, Radionuklide nachweisen zu können. Sie würden dann rechtzeitig ihre Bohrungen stoppen und ihre Bohrlöcher verschließen, weil sie erkennen sollten, dass sie auf ein atomares Endlager gestoßen sind. Man brauchte aber auch keine Quantenphysik, um die Pyramiden zu bauen. Wir nennen unser Zeitalter heute das Anthropozän. Seit einigen Jahren wissen wir, der Mensch bewegt jedes Jahr mehr Material an der Erdoberfläche als natürliche Prozesse wie Erosion, Verwitterung etc. Sollte man vielleicht versuchen, die Endlagersuche so zu optimieren, dass menschliche Eingriffe möglichst unwahrscheinlich oder unproblematisch sind? Salz zum Beispiel ist eine Ressource seit Menschengedenken. Es war eines der ersten und wichtigsten Handelsgüter. Ist es vielleicht keine so gute Idee, gefährliche Substanzen in eine Ressource zu lagern? Man kann auch die Frage stellen, ob der Begriff Endlager nicht ein Euphemismus ist und der Begriff Unendlichkeitslager passender wäre. Denn Atommüll strahlt noch für hunderttausende Jahre stark genug, um ein beträchtliches Gesundheitsrisiko darzustellen. Nun, was tun? Schauen wir uns einmal ein paar utopische Alternativen an. Es wurden Vorschläge gemacht, das einfach die Meere zu verklappen und zu verdünnen. Das führt natürlich schlicht und einfach zu großflächiger Kontamination. Mit einer Rakete in die Luft zu schießen, wurde auch vorgeschlagen. Da müsste man jeden Tag irgendwelche Container in die Luft schießen und hin und wieder, wir wissen das alle, stürzt so eine Rakete ab. Das ist dann auch, gibt auch großflächige Kontamination. Oder es ist einfach ins Antarktis-Eis einschmelzen zu lassen. Dann wandern die Container mit der Eisdrift Richtung südlicher Ozean. Und dann haben wir im Endeffekt Szenario 1. Also diese Vorschläge, die wurden alle schon gemacht, aber sind keine guten Ideen. Stattdessen gibt es interessantere Alternativen. Einmal tiefe Bohrlöcher. Es gibt Standardbohrverfahren vor allem aus der Erdöl- und Erdgasfördertechnik, mit denen man bis in 5000 Meter Tiefe bohren kann, in Zukunft vielleicht auch noch eine Ecke tiefer. Dort ist es natürlich sehr viel heißer als in den heutigen Endlagern in rund 500 Meter Tiefe. Das heißt, die Korrosion der Behälter und die Freisetzung der Radionuklide geschieht sehr viel schneller. Eine Rückholung oder Bergung ist damit sehr viel schwieriger. Dafür ist ein unwissentliches Anbohren, vor allem durch eine technisch nicht so hochstehende Folgezivilisation, sehr viel unwahrscheinlicher. Diese Idee der Entsorgung in tiefen Bohrlöchern wird gegenwärtig international untersucht und sehr interessiert beobachtet, aber steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Zur Transmutation kommen wir gleich ausführlicher. Eine andere interessante Möglichkeit wäre eine dauerhafte Zwischenlagerung, auch Dauerlager oder Langzeitzwischenlager genannt. Zum Beispiel in den Niederlanden gibt es dieses Gebäude bereits, Harburg genannt. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Es ist nicht nur als Lager für hochradioaktiven Atommüll gedacht, sondern unter anderem auch als Veranstaltungsort für Kunst und Kultur sowie als Museumsdepot. Dadurch soll das Interesse künftiger Generationen am Gebäude und an seinem Inhalt wachgehalten werden. Es gibt auch eine sehr ausführliche Dokumentation, was Atommüll ist und wie man damit umgehen kann, geplant. Da geht man davon aus, dass es 100 bis 300 Jahre ungefähr halten soll und notfalls verlängerbar ist. Hier sehen wir so eine heiße Zelle zur Handhabung von hochradioaktivem Material mit dickem Bleiglas, das vor der Gammastrahlung schützt. Solche Anlagen wird man brauchen, um zum Beispiel Behälter oder korrodierte Brennstäbe und so weiter zu behandeln. Eine andere Idee besteht nun in der Transmutation. Dabei bestrahlt man Atommüll mit schnellen Neutronen. Normale Leistungsreaktoren funktionieren mit langsamen Neutronen, die gebremst werden durch das Moderatormaterial Wasser. Das heißt, Transmutationsreaktoren müssen dann meistens so als Metall oder ähnliche gekühlte Reaktoren geplant. Denn langsame Neutronen, wie in den herkömmlichen Reaktoren, wie sie genutzt werden, werden eingefangen und erzeugen dadurch noch mehr Atommüll, zum Beispiel Plutonium und Transurane. Schnelle Neutronen hingegen können eingefangen werden, ebenfalls, aber sie besitzen eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, Atomkerne zu zerkleinern. Auf zwei Weisen. Entweder lassen sie einen Atomkern direkt zerplatzen oder sie regen ihn an, bringen ihn zum Schwingen, woraufhin der Atomkern schwere oder vor allem gerade schwere Atomkerne Neutronen abdampfen. Durch die starke Schwingung verlieren die dann die Neutronen.
Die Idee ist nun, Atommüll in einem solchen Transmutationsreaktor über Monate lang zu bestrahlen, bis sich die Menge an Transuranen spürbar reduziert hat. Dann die Brennelemente in einer Wiederaufbereitungsanlage aufzulösen, nach ihren Bestandteilen aufzuteilen, das ist das sogenannte Partitioning, und dann wieder in den Reaktor zu bringen und wieder zu bestrahlen. Das gesamte Verfahren heißt deshalb auch Partitioning and Transmutation. Auf die technischen Details von Transmutationsreaktoren möchte ich hier nicht so weit eingehen, das finden Sie in den Büchern zum Beispiel. In Belgien ist ein interessanter Prototyp namens Mira in Bau. Das ist ein sogenanntes beschleunigergetriebenes System, bei dem ein externer Protonenbeschleuniger einen unterkritisch betriebenen Reaktor am Laufen hält und dadurch für inhärente Sicherheit sorgt in einer Anlage, die anders nur mit sehr geringen Sicherheitsmargen zu betreiben wäre. Zum Thema Transmutation gibt es nun sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen loben die Tatsache, dass auf diese Weise die gefährlichen Transurane beseitigt werden können. Die anderen kritisieren, dass dafür umso mehr langlebige Spaltprodukte entstehen, die ja, wie wir am Anfang gesehen haben, mobiler sind im Hintergrund als die Transurane, die Schwermetalle sind. Ein Experte hat mir einmal gesagt, prinzipiell kann man auch die langlebigen Spaltprodukte transmutieren, nur dauert das eben länger, weil diese einen deutlich geringeren Querschnitt für den Neutroneneinfang haben. Eines ist sicher bei der Transmutation, man muss mehrfach rezyklieren, denn man erzielt vielleicht eine 90-prozentige Effizienz oder auch deutlich geringer, je nachdem, wie gut die Anlage läuft. Man will aber, wenn man damit wirklich eine kurze Lagerdauer beim Atom erreicht, will man eine 99,99-prozentige Reduktion der langlebigen Radionuklide erreichen. Das heißt, man bräuchte selbst in einem guten System mindestens 4 Durchgänge, jeweils mit Wiederaufbereitung etc. Und dafür könnte ein solcher Transmutationsreaktor den Atommüll von ungefähr 10 normalen Reaktoren verarbeiten. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was das heißen würde, Transmutation, eine Berechnung zur Radiotoxizität mit und ohne Transmutation. Oben die hellgraue Kurve ist einfach abgebrannte Brennstäbe. Das heißt, ungefähr nach 1 Million Jahre liegt die im Bereich von Uranerz. Nach einer Transmutation, und da stecken, wie gesagt, ein paar Fragezeichen dahinter, wie gut das funktioniert, könnte man nach ungefähr 1000 Jahren schon entsprechend das Radioaktivitätsniveau von Uranerz erreichen. Und das ist immerhin, hat den riesengroßen Vorteil, 1000 Jahre ist eine Zeit, da können wir davon ausgehen, dass wir bis dahin noch uns sprachlich verständig machen können, ne? Dass unsere Nachkommen uns verstehen. Sprache ändert sich im Zeitraum von einigen Jahrtausenden. Ups, zu weit gedrückt. Und das heißt, 1000 Jahre kann man davon ausgehen, da könnte sprachliche Verständigung noch funktionieren. 5.000 bis 10.000 Jahre wird schon schwierig. Ein wichtiger Punkt bei der Transmutation, man braucht eine hocheffiziente Partitionierung, die es noch nicht gibt. Gegenwärtig ist das Purex-Verfahren etabliert, das dient aber nur zur Abtrennung von Uran und Plutonium und wurde ursprünglich entwickelt zum Bau von Atombomben. Die gesamte Partitionierungsradiochemie ist hochgradig komplex. Man benötigt, um diese vielen verschiedenen Stoffe rauszuholen, sehr selektive funktionale Gruppen an den Molekülen, um die verschiedenen Nuklide aus der heißen strahlenden Suppe der aufgelösten Brennelemente herauszufischen. Solche komplexen Moleküle vertragen allerdings üblicherweise die starke Strahlung sehr schlecht. Ein Beteiligter hat das einmal so formuliert, für einen Radiochemiker ist das eine wunderbare Spielwiese, für einen Verfahrensingenieur, der das großtechnisch umsetzen will, eine ziemliche Herausforderung. Es gibt auch ein paar Ideen zur Transmutation, die gegenwärtig noch Zukunftsmusik sind. Zum Beispiel sollte es eines Tages einen funktionierenden Fusionsreaktor geben, so wäre dieser eine enorm starke Neutronenquelle, die man zur Transmutation nutzen könnte. In China wurde sowas zum Beispiel schon angedacht. Wie auch immer, der Pfad der Transmutation ist ungewiss, mit Sicherheit teuer und erfordert ebenfalls eine generationenlange Verpflichtung. Was allerdings Mut macht, in der Kernphysik hat es unbemerkt von der Öffentlichkeit in den letzten 20 Jahren riesige theoretische Fortschritte gegeben. Früher hielt man es für fast unmöglich, Kernmaterie halbwegs exakt beschreiben zu können. Mittlerweile gibt es ganz gute Modelle für die leichteren Elemente und auch das Verständnis der schweren Elemente wird immer besser. Das könnte helfen, eines Tages vielleicht optimierte Transmutationsverfahren zu entwickeln. So, kommen wir zum letzten Teil. Ethische Fragen und Ausblick. Wie soll man angesichts all dieser Ungewissheiten nun mit dem Atommüll verfahren? Sie haben bereits angesprochen, Herr Galletter, dass das ein gesellschaftliches Problem ist im Wesentlichen, ja, nicht nur eines der Physiker.
Es gibt nun die Idee, einen Ombudsmann oder Ombudsfrau zu benennen, der oder die die Interessen künftiger Generationen vertritt. Oder ein Zukunftsrat, wie es die IAEO, die Internationale Atomenergiebehörde, vorgeschlagen hat. Das ist gewiss keine schlechte Sache, könnte aber auch gewisse Interessenskonflikte beinhalten. Denn was für die Menschen in 1000 Jahren gut ist, könnte für die Menschen in 10.000 Jahren oder 100.000 Jahren schlecht sein oder umgekehrt. Wollte man nun für jede Generation eine Ombudsfrau oder einen Ombudsmann benennen, dann bräuchten wir 30.000 Menschen, die ihre Generation gegenüber unserer vertreten. Das wirkt schon ein bisschen einschüchternd. Ein Endlager, man muss das auch berücksichtigen. Wie gesagt, wir können unsere Nachkommen nicht warnen. Es könnte also mehrfach vergessen und wiederentdeckt werden. Und zwar von Menschen auf sehr unterschiedlichem zivilisatorischem Niveau. Daher kann man sich über so einen langen Zeitraum beliebige Katastrophenszenarien ausdenken. Wenn dort Menschen auf dem Niveau des Mittelalters etwa ein großes Salzbergwerk errichten und dabei das Deckgestein durchlöchern, könnten sie für eine gewisse Kontamination sorgen, ohne selbst die blasseste Ahnung zu haben, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind. Selbst wenn es nur wenige Menschen effektiv betrifft, weil vielleicht die Verstrahlung gar nicht so stark ist. Wenn diese Zivilisation dann später Kenntnisse in Kernphysik entwickelt und feststellt, dass sie eine große Stadt im Endlagergebiet gebaut haben, werden diese Menschen vielleicht mit aufwendigen Filteranlagen und Abdichtungstechniken sich schützen können. Aber dann müssen sie mit hohen Kosten und mit psychologischen Beeinträchtigungen rechnen. Wie soll man das jetzt nun ethisch bewerten? Und jetzt gibt es sehr unterschiedliche Lösungsideen oder Sichtweisen auf das Problem, nennen wir es so. Denn zum Beispiel, wer die Langlebigkeit des Atommülls als schwerwiegendes Problem betrachtet, wird vielleicht dazu tendieren, den Atommüll vielleicht für etliche Generationen zunächst einmal in langfristigen Zwischenlagern einzubringen. In dieser Zeit könnte man Technologien wie Transmutation oder aber bessere Einflussmöglichkeiten oder zumindest die Wechselwirkung zwischen Mensch und geologischen Schichten besser untersuchen. Die Entwicklung der allein letzten 100 Jahre ist technologisch gesehen ja erstaunlich und macht Hoffnung auf weitere Innovationen. Vor 100 Jahren gab es weder Laser noch Kernkraftwerke und auch die Kernphysik steckte noch in ihren Kinderschuhen. Kernspaltung war Otto Hahn 1938, 1939. Ja. Wer davon ausgeht hingegen, dass menschliche Gesellschaften eine kurze Halbwertszeit haben und dass Revolutionen und Kriege die hässlichen, wiederkehrenden Begleiter menschlicher Zivilisation sind, wird den Atommüll vielleicht so schnell wie möglich unter die Erde bringen wollen. Lieber ein suboptimales Endlager als weitreichende dauerhafte Verstrahlung, wenn etwa durch Krieg und Terror ein oberirdisches Zwischenlager in die Luft gesprengt wird. Wer seine ethische Grundüberzeugung strikt nach dem Verursacherprinzip ausrichtet und davon ausgeht, dass eine Generation von Menschen die von ihr verursachten Probleme auch selbst zu lösen hat, wird sich um den raschen Bau eines Endlagers bemühen und nicht auf künftige Technologien setzen, die sich vielleicht auch nicht als praktikabel herausstellen werden. Er wird dann eventuell auch auf ein Endlager ohne Rückholbarkeit setzen, weil sich dieses besser gegen äußere Einflüsse abschirmen lässt, als eines, das Rückholbarkeit gewährleistet. Wer kommenden Generationen hingegen Entscheidungsfreiheit bieten möchte, weil er diese nicht entmündigen will und damit sie es vielleicht besser machen können mit mir als wir, weil sie wahrscheinlich bessere technologische Mittel haben werden, der wird im Gegenteil auf Rückholbarkeit setzen oder auf ein Langzeitzwischenlager. Wer denkt, eine Gesellschaft müsse selbst für ihre Hinterlassenschaften gerade stehen, wird eine Lösung im nationalen Kontext suchen. Das ist gängige Praxis weltweit und macht insofern Sinn, als die heutigen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse die Verstrahlung riesiger Landstriche in der dritten Welt befürchten lassen, sollte es zu einem billigen Export von Atommüll der Industrieländer in weniger entwickelte Länder kommen. Man könnte aber auch die These vertreten, dass die Entsorgung von Atommüll eine Aufgabe der gesamten Menschheit ist, da sich die Menschheit über die vielen Jahrtausende ohnehin vermischen werden. Die Institution Nationalstaat ist ja schließlich erst wenige Jahrhunderte alt und wird in Zukunft vielleicht keinen Belang mehr haben. Homo sapiens ist schließlich innerhalb weniger 10.000 Jahre rund um die Welt migriert und hat dabei mehrfach seine Hautfarbe gewechselt. In dieser Sichtweise, nennen wir es postnationales Szenario, wäre es vielleicht besser, zumindest für den langlebigen Teil des Atoms, dieses 1%, das besonders langlebig ist, weltweit einen einzigen großen Unendlichkeitsstandort zu finden, und zwar in einer möglichst abgeschiedenen und lebensfeindlichen Region. Also ein Endlager irgendwo in einem hoffnungslos trockenen Wüstengebiet, fernab jeglicher menschlicher Zivilisation
in einer Region, die auch bei klimatischen Veränderungen, wie etwa einer Eiszeit oder was auch immer, unwirtlich und staubtrocken ist und gleichzeitig geologisch so langweilig, dass niemand je auf die Idee kommen wird, dort nach Rohstoffen zu bohren. Und falls doch, dann sollte eine derart ambitionierte Zivilisation hoffentlich so fortgeschritten sein, dass wenigstens sie die Grundlagen der Kernphysik beherrscht. Gegen eine solche Lösung spricht, dass erstens umfangreiche Atommülltransporte rund um den Globus stattfinden müssten und dass zweitens für viele Akteure der Anreiz bestünde, es mit der Vermeidung von Atommüll nicht allzu ernst zu nehmen. Könnte sich ja aber zum Beispiel erweisen, dass die Transmutation nicht richtig gut funktioniert, ja, aber dass man dafür beim Partitioning Fortschritte macht, sodass man irgendwann mit höchster Effizienz die langlebigen Bestandteile im Atommüll von den kürzerlebigen abtrennen kann. Und das ist natürlich eine Frage, die wird es sich erst in Jahrzehnten erweisen. Möglicherweise schreitet auch die Tiefbautechnik so weit voran, dass sie eines Tages eine brauchbare Alternative darstellt. Denn ein tausende Meter tiefes Endlager anzubohren, werden nur technisch versierte Zivilisationen schaffen. Ja, mein ganz kurzes persönliches Fazit, womit ich der Diskussion nicht vorgreifen möchte, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Wir können die weitere technologische Entwicklung nicht vorhersehen. Sie könnte weiterhin so rasant voranschreiten wie in den letzten Jahrhunderten, vielleicht stagniert sie auch. Aber für ein Voranschreiten macht Mut, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein großer Teil der Menschen prinzipiell Zugang zu moderner Bildung und zu modernen Kommunikationsmitteln hat und dadurch am Abenteuer Wissenschaft teilhaben kann. Die Kernphysik selbst ist erst rund 100 Jahre alt und hat überhaupt erst in der Nachkriegszeit ihre Blüte erlebt. Für die Theorie der Plattentektonik gilt Ähnliches, ebenso für die Erforschung extremophiler Mikroben. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir persönlich angebracht, langsam und behutsam zu verfahren und zunächst umfangreiche Forschungsarbeiten in alle Richtungen auf den Weg zu bringen. Das wird mit Sicherheit sehr viel billiger als ein havariertes Endlager. Das würde auch bedingen, erst einmal dauerhafte Zwischenlager einzurichten, eventuell parallel zu einer Endlagersuche. Angesichts der Jahrhunderttausende, über die wir unsere Nachfahren belasten würden, sind die notwendigen Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte an Forschungsarbeit ein geradezu verschwindender Zeitraum. Man sollte, wie gesagt, bei all diesen Fragen die Geologie, die Biogeochemie der Mikroben und so weiter und auch die Wechselwirkung des Menschen mit geologischen Systemen untersuchen, das sogenannte Anthropozän-Argument. Und man sollte auch berücksichtigen, was sind mögliche psychologische Faktoren. Hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, das ist ein Faktor, der sich bei allen radiologischen Unfällen und Katastrophenlagen als schwerwiegendster Faktor herausgestellt wird, der wird praktisch nicht diskutiert bei der Suche nach Endlagern. Denn was passiert, selbst wenn wir geologisch alles richtig machen und auch über Jahrzehntausende nur in sehr geringer Menge Radionuklide an die Oberfläche gelangen, werden vielleicht trotzdem tausende Generationen von Menschen in Furcht vor der Strahlung aus dem Erdreich leben, auch dann, wenn diese Angst womöglich völlig irrational und radiologisch unbegründet ist. Wir können nicht voraussetzen, dass alle Menschen ein Verständnis und eine psychische Stärke, sagen wir das mal so, gegenüber strahlenden Stoffen besitzt, wie wir das vielleicht unter Physikern gewohnt sind. Ja. Das heißt, das sollte nachdenklich stimmen, ob wir diese Komponente nicht mindestens gleichberechtigt neben den rein geologisch-radiologischen Faktoren bei der Atommüllentsorgung berücksichtigen sollten. Dieser Faktor könnte zum Beispiel für die Entsorgung des besonders langlebigen Atommülls in zivilisationsfernen Landstrichen sprechen, falls die Transmutation zum Beispiel sich als untauglich herausstellt. Ja, weiterhin kann man die Frage stellen, welche ethischen Bewertungsmaßstäbe legen wir an? Warum werden Milliarden für Erkundungsbergwerke ausgegeben und große staatliche Institutionen für die Atommüllentsorgung gegründet, während es meines Wissens weltweit keinen einzigen Lehrstuhl für Nuklearethik gibt? In der Medizinethik, Umweltethik etc. werden ebenfalls schwierige Gerechtigkeitsfragen diskutiert. Man kann nun erfahrungsgemäß von der Hochschulphilosophie nicht die Lösung praktischer Probleme erwarten, aber zur begleitenden Begriffserklärung oder Begriffsklärung könnte sie durchaus beitragen. Wir sollten auch stärker in internationalem Kontext denken, sowohl was die Forschungsverbünde angeht, als auch die Belastung kommender Generationen. Vergessen wir nicht,
Die heute kernenergiebetreibenden Gesellschaften sind zwar die Nutznießer der Technologie, sie sind aber nicht wirklich diejenigen, die langfristig vom Atommüll betroffen sind. Es sind in den nächsten Jahrhunderttausenden etliche Klimawandelereignisse und Völkerwanderungen zu erwarten. Die Nachfahren einer Frau, die heute in Somalia oder Kambodscha lebt, könnte genauso von einem Endlager in Europa betroffen sein wie ein Deutscher oder Franzose. Deswegen, wie gesagt, bin ich der Meinung, man sollte auch ungewöhnliche Entsorgungsmethoden erforschen, wie Partitioning und getrennte Lagerungen nach Langlebigkeit oder zum Beispiel erst einmal Langzeitlagerung in Langzeitzwischenlagern und Entwicklung neuer technischer Barrieren. Es gibt sehr viel Forschung auch zu Materialien. Und dann vielleicht auch ergeben sich tiefe Bohrlöcher vielleicht als brauchbare Lösung. Nun lassen Sie mich schließen mit Roger Bacon, einem der großen Vordenker der modernen Naturwissenschaft, geboren im England des 13. Jahrhunderts, einer Zeit, die wir heute als Mittelalter bezeichnen, die er selbst aber natürlich als Moderne bezeichnet hätte. Roger Bacon gilt als Urvater des Empirismus und der naturwissenschaftlichen Methodik, genannt ob seiner erstaunlichen intellektuellen Fähigkeiten auch Doktor Mirabilis. Es gäbe von ihm viel zu sagen, insbesondere seine Hinweise, dass dem Experiment höhere Bedeutung zukommt als den Autoritäten oder dass die Theologen alle eifrig Mathematik studieren sollten, um die empirischen Dinge erfassen zu können. Er hat auch gesagt, die Mathematik kommt dem göttlichen Denken am nächsten. Natürlich wurde er wegen solcher und anderer Ideen auch unter Arrest gestellt. Bacon war aber auch ein technologischer Visionär. Von ihm stammt der Spruch, man wird Schiffe ohne Ruder bauen, sodass die größten von einem Mann zu steuern sind und unglaublich schnelle Fahrzeuge, für die kein Tier gespannt werden muss, und fliegende Maschinen und solche, die ohne Gefahr bis auf den Grund der Meere und Ströme tauchen können. Er konnte natürlich keine Ahnung haben, wie lange all dies noch dauern würde und welche wissenschaftlichen Disziplinen dazu überhaupt noch erfunden werden mussten. Aber vielleicht können auch wir die Hoffnung hegen, man wird eines Tages eine Lösung für den verantwortlichen Umgang mit Atomen über viele Generationen finden. Ja, also ganz herzlichen Dank. Das war ja eine Fülle an Informationen. Und ich glaube, es wird sehr viele Fragen geben. Ich will gleich hier zitieren. Es sind zwei Fragen online gekommen. Und zwar geht es um die Brennstoffkette bzw. den Kreislauf. Wie ist das eigentlich? Kann man da besser recyceln und diese irrsinnigen Müllmengen verringern? Oder wie sehen Sie das? Hat man da schon Fortschritte erreicht? Oder ist das eigentlich alles noch offen? Ja, man kann die Menge an Volumen reduzieren, zum Beispiel in einer Wiederaufbereitungsanlage, also hier bei Reprocessing zu sehen auf der Folie. Allerdings ohne Transmutation ändert sich an den Atomkern nichts. Das heißt, die radioaktive Strahlung bleibt gleich. Also man kann zum Beispiel diese Glaskokillen, die dort auch anfallen, in Wiederaufbereitungsanlagen, das ist sozusagen kompaktifizierter Atommüll, sodass man das Volumen verringert, aber die am Problem des Atommülls an sich über viele tausende Jahre ändert das erstmal nichts. Ja. Vielen Dank. Hört man das? Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sehr, sehr anregend. Meine Frage ist eigentlich auch eine halbe Bemerkung. Ich fand es sehr anregend, dass Sie diesen Begriff Ewigkeitslager eingeführt haben. Also ich finde ja schon wie 1 Million Jahre absurd. Ewigkeitslager ist für mich eine politisch-wissenschaftliche Fantasie, die gar nicht richtig beschreiben kann. Aber es schärft ja den Blick, weil das Gegenstück ist ein Langzeitlager. Und Sie haben es ja auch erwähnt. Sie haben gesagt, Zwischenlager, Langzeitlager. Aber eigentlich könnte man ja postulieren, dass wir von diesem ganzen Endkonzept weg müssen, hin zu einem Langzeitdenken. Denn wenn man über ein Ewigkeitslager nachdenkt, kann man genauso über ein Langzeitlager nachdenken. Und ich denke, das ist technisch, wissenschaftlich viel einfacher umzusetzen. Und zwei kleine kritische Anmerkungen, dieses Linear Non-Threshold, Sie haben es Modell genannt. Aus meiner Sicht ist es eher eine Annahme, eine Extrapolation.
Ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwelche Modellvorstellungen reingehen. Und ich bin ein bisschen kritisch, dass man das so überfrachtet, gerade zu den niedrigen Milliliter, insbesondere wenn wir da im Bereich der natürlichen Hintergrundstrahlung sind. Erster Punkt. Und diese Radiophobie, auch ein wichtiger Aspekt, den Sie erwähnt haben. Aber die beiden Beispiele, die Sie als Belege anführen, Tschernobyl und Fukushima, sind jetzt meiner Meinung nach keine Belege für Radiophobie, sondern für falsches Katastrophenmanagement. Weil also Sie wissen ja, sowohl bei Tschernobyl als auch bei Fukushima hat man ja noch ganz andere Faktoren als jetzt nur die Angst vor der Strahlung. Ja, wenn die Leute ihre Heimat verlieren, ihren Job, ihr Leben, ihre Häuser und so weiter, dann ist es nur sehr schwer von einer diffusen Angst, die Sie beschreiben, zu trennen, wenn überhaupt ja am meisten in Deutschland war, wo man ja überhaupt nicht betroffen war von diesen ganzen Dingen, aber sehr viel Radiophobie für sich gehört. Ja, also es ist natürlich im Rahmen so eines kurzen Vortrages jetzt nicht möglich, da auf alle Details einzugehen. Zum NNT-Modell zuerst, wird einfach so genannt auch. Ja. Natürlich ist es nicht klar. Ich habe ja gesagt, es ist, man weiß es nicht. Ja. Und solange man es nicht weiß, wird es aber von den internationalen Strahlenschutzbehörden als Berechnungsmethode zum Schutz der Bevölkerung angesehen. Ich hatte ja gesagt, vielleicht ist die effektive Gefährdung sublinear, ne? Also nicht linear, sondern geringer. Wie gesagt, strahlenbiologische, wie sagt man ja, so Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass eben Strahlung nicht prinzipiell ungefährlich ist, ne? Weil ionisierende Strahlung immer irgendwelche freien Radikale etc. erzeugen kann, die Schäden in Zellen anrichtet, auch in der DNA. Wie genau die Kurve ist, weiß man eben nicht. Ja. Zur Radiophobie, in der Tat, das sind natürlich zwei Beispiele, die ich zitiert habe, weil sie am besten untersucht sind. Es ist in der Tat ein Desiderat, zum Beispiel in Japan die Folgen der Radiophobie zu untersuchen. Die sind auch wirtschaftlich. Also wollen bis heute viele Leute keinen Fisch aus der Region Fukushima und Umgebung kaufen, obwohl die oder landwirtschaftliche Produkte, obwohl die früher sehr beliebt waren und viele Menschen dort in Lohn und Brot standen. Und das sind auch Folgen sozusagen einer Radiophobie, nämlich der Bevölkerung im Rest von Japan, die normalerweise nicht eingepreist sind, ne, bei solchen Betrachtungen von Endlagern. Ja. Nehmen wir wieder eine Frage aus dem Internet. Manfred Hennecke fragt, wie ist es eigentlich mit der Forschung für die Genehmigungsprozesse? Also das soll ja alles genehmigt werden. Wie sieht das da aus? Dazu kann ich gar nicht viel sagen. Da müsste man einen Experten der Behörden vielleicht am besten fragen. Also, kann ich nur weiterleiten, die Frage. Müsste ich jetzt eruieren. Vielen Dank. Ja, es ist ja bekannt, dass wir bitte. Das ist nochmal. Probieren Sie noch. Jetzt eins? Nein. Dann nehmen Sie das. Jetzt, das ist besser, ja. Es ist ja bekannt, dass gewisse Staaten ihren Atommüll in Fässer packen und im Meer versenken. Sind da Zahlen bekannt? Hat man da mal hochgerechnet? Wäre ja mal sehr ganz interessant zu wissen, was überhaupt da im Meer schon liegt. Ja, und müsste ich jetzt im Buch nachschlagen. Können wir nachher auch gemeinsam in der Remise machen. Gerne, ja. Das hat Großbritannien, aber auch die Schweiz in großem Maßstab gemacht. Allerdings großteils mit leicht bis mittelradioaktivem Müll, nicht mit hochradioaktivem. Aber ich glaube, auch davon sind einige Fässer im Meer gelandet. Ja. Deutschland auch ein paar Fässer dabei. Ja. Ich habe eine Bemerkung noch zur Radiophobie. Also die Leute, die im Hochschwarzwald leben, haben ungefähr eine doppelt so hohe natürliche Strahlenbelastung wie wir hier. Ich glaube trotzdem, dass die dort gesünder leben und gesünder sind als hier in Berlin. Ja. Aber eine Frage jetzt. Was ist eigentlich bekannt über Strahlenschäden im Wirtsgestein? Also ich hätte da zum Beispiel bei Salz
sehr große Bedenken, denn ich weiß, mit Salz, wenn ich das bestrahle, mache ich Fehlstellen drin, da setze ich Alkaliatome frei und das ist nun bestimmt nicht schön, wenn dann Wasser reinkommt. Also was für Untersuchungen gibt es da? Ich weiß, dass es dazu Untersuchungen gibt, ohne jetzt viele Details nennen zu können. Das wird auf jeden Fall erforscht. Wo es auch Strahlenschäden gibt, die bislang schlecht verstanden sind, das ist in diesen Glaskokillen, die aus der Wiederaufarbeitung kommen. Das ist ja hochstrahlendes Material. Und man hat früher immer gedacht, das sind ultrastabile Keramiken, die über viele Jahrtausende stabil bleiben werden. Und ich weiß nicht, französische Forscher oder so, ich weiß nicht mehr genau, haben nach intensiver Bestrahlung festgestellt, dass es dort atypische also Störungen im Kristallgitter gibt, die diese Forscher sehr kritisch bewerten. Ne? Was es dann damit auf sich hat, langfristig, muss eben auch noch erforscht werden. Das ist eine dieser vielen offenen Fragen. Was passiert mit dem Umgebungsgestein, wenn die Radionuklide hier hineindiffundieren? Welche chemischen Reaktionen ergeben sich, vielleicht biogeochemischen Reaktionen durch Mikroben? Und was passiert mit den Behältern selbst? Sie hatten zum Schluss Bohrlöcher angesprochen. Ja, und da frage ich mich, ist damit gemeint, Erdöllagerstätten, Ausgebeutete, die erschöpft sind. Könnte man die nicht nutzen? Die sind ja zum Teil in einigen Kilometer Tiefe. Das Erdöl war dort für Millionen von Jahren sicher gespeichert. Ja, und es muss ja nicht sein, dass man jetzt Castor-Behälter in solche Lagerstätten bringen möchte, sondern Sie sprachen vorhin von Verglasung oder Glaskokillen. Ja, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich war mal Ende der 70er Jahre im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Dort hat man hochradioaktiven Abfall verglast. Verkugelt, ja, also in der Form könnte ich mir vorstellen, dass man sowas in solche Lagerstätten, die erschöpft sind, einbringt und dort sicher aufbewahren kann. Ich gehe davon aus, dass man nicht in ehemalige Bergwerke oder Förderschächte hineingehen will, weil dann dadurch das Gestein gestört ist und man will eigentlich ein möglichst ungestörtes Gestein. Aber was genau in solchen Erdöllagerstätten oder Erdgaslagerstätten, wie es da aussieht, das müsste man dann auch die Geologen fragen. Ich habe noch mal eine Frage zu diesen Transmutationsreaktoren. Also erstens schaffen die selber wieder Müll, den man beseitigen muss danach. Zum Zweiten, wie effektiv können die sein? Wie viel Kilo am Tag oder 100 Kilo am Tag können die dann in einem Durchgang dann umwandeln? Ja, also die Kilo am Tag müsste man jetzt nochmal ausrechnen. Ich hatte gesagt, dass ein Transmutationsreaktor im laufenden Betrieb ungefähr den Atommüll von 10 Leistungsreaktoren verarbeiten kann. Und das heißt also, einige Kilogramm pro Tag wären das, ja. In Größenordnung. Ja. Ich stelle mir die Frage, ob wir wirklich über Unendlichkeitslager oder Endlager mit 1 Million Jahre reden sollten. Wir sind eine Gesellschaft, die mit vielen, vielen Risiken lebt und wir sind gewohnt, Risikoabschätzung, Risikomanagement zu machen. Und die Risiken, die wir anderweitig, abgesehen vom nuklearen Teil haben, die sind wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Zum Beispiel wir selber stellen wahrscheinlich ein so großes Risiko dar, da können wir die ganze nukleare Sache in 1 Million Jahre vergessen. Das erweckt doch nur Ängste. Das erweckt doch in der Bevölkerung nur die Angst, da ist etwas Unbekanntes und das dauert 1 Million Jahre. Keiner macht sich Gedanken, wie lange wird überhaupt die Menschheit existieren. Aber lassen wir das mal weg. Sie haben die Transmutation erwähnt und die Entwicklung geht so schnell. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal seriös gehört vor über 30 Jahren.
Mittlerweile gibt es schon zwei Unternehmen, die das ein staatliches und ein privates, die das bauen wollen. Und in 50 Jahren, 100 Jahren, 150 Jahren wird man wahrscheinlich so viel weiter sein, dass man die Transmutation eventuell gut beherrschen kann. Und dann bietet sich doch an, dass wir über Lager, über Lager reden, die 100, 200, 300 Jahre, so wie Sie es gesagt haben, gültig sind. Das wäre doch eine rationale, vernünftige Entscheidung, statt sich in solchen Sachen, in solchen Katastrophen Sachen zu verlieren, die zu nichts führen können. Ja, der nächste bitte. Ich hätte noch eine Frage. Abseits von der irdischen Lagerstätte, Sie hatten jetzt vorhin für Ad Astra Lagerstätten die Raketenstarts genannt, aber jetzt, wenn man von anderen kanonenähnlichen Angelegenheiten ausgehen würde, wie wäre es, wenn man beispielsweise radioaktiven Müll in Sterne stürzt oder einfach so in Weltraum schießt? Ja, am besten, also auch die meisten Satelliten kommen ja irgendwann wieder runter. Ja, wenn es 1 Million Jahre ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. In der Tat fliegen über unseren Köpfen ein paar Atomkraftwerke. Es gibt russische oder sowjetische Radarsatelliten, die einen Atomreaktor an Bord haben, der am Ende der Laufzeit dann auf eine höhere Umlaufbahn geschossen wird, haben natürlich geringe Leistung und nicht so viel Material an Bord. Aber in diesem Sinne gibt es das auch schon. Ja. In Sterne zu schießen ist mit Sicherheit eine schlechte Idee, weil sie eine riesengroße Rakete brauchen und komplexe Manöver, um das in die Sonne zu schießen. Sie müssen ja die Erdgeschwindigkeit abbremsen erstmal, um in die Sonne zu fliegen, aber auf den Mond zu schießen wäre eine Idee. Aber die Kosten sind dafür auf sehr lange absehbare Zeit extrem hoch. Und das Risiko ist immer, wenn eine solche Rakete verunglückt, dann, also will man den Atommüllbehälter so stabil bauen, dass er das überlebt, dann wird die Rakete extrem schwer. Also. Ja, nochmal eine Frage aus dem Netz von Frau Wojcicki, relativ knallhart. Ist es Ihrer Meinung nach vertretbar, Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen beziehungsweise sogar neue bauen zu lassen, solange wir die Endlagerfrage nicht geklärt haben? Ja, ich hatte anfangs gesagt, ich halte es für oder hätte es besser gefunden, zuerst aus der Kohle und dann aus der Kernkraft auszusteigen. Ich denke einfach langfristig, mittel- bis langfristig werden erneuerbare Energien schlicht viel billiger und unproblematischer sein als die Kernenergie. Deswegen werden ja auch fast nirgends neue Atomkraftwerke aus rein wirtschaftlichen Gründen gebaut, sondern diejenigen, die gebaut werden, im Wesentlichen, wie früher ja auch, also in Deutschland zur Zeit der Ölkrise aus geopolitischen Gründen, ja, wo es darum geht, sich zu diversifizieren in der Rohstoffversorgung oder Energieversorgung. Ja, schönen Dank. Also wenn man mal sich vorstellt, wir reden über lange Zeiträume, wenn in 5000 Jahren mal ein Historiker zurückschaut auf unsere Zeit, dann wird er möglicherweise aufschreiben, die wollten Kaffee kochen, dafür Wasser warm machen und haben dafür Atomenergie mit diesen Folgeproblemen auf den Weg gebracht. Die waren ganz schön bescheuert. Also ich bin Ökonom, nicht Physiker, finde das hier sehr spannend, wenn ich auch nicht wirklich viel davon verstehe. Aber das Ganze erscheint mir ziemlich absurd. Gerade wenn ich die Folgeüberlegungen und Folgekosten mir hier anschaue. Ich glaube, das ist eine schlichte Fehlentwicklung, die lediglich, um Atomwaffen bauen zu können, sozusagen einen zivilen Zweig mit dabei hat. Das ist in vielen Ländern der Fall, auch unter den gegenwärtig neu in Bau befindlichen Kraftwerksprojekten gibt es oft die Vermutung dahinter, dass Zugriff auf nukleare Technologie angestrebt wird, um, falls der Iran dann die Atombombe zündet oder wie auch immer, ne, dann will man auch in Bahrain oder in der Türkei, in Ägypten auch den Zugriff auf diese Technologie haben. Deswegen fängt man jetzt schon mal an, eine Atomlandschaft, sagen wir es mal, dahinzustellen. Ja, wo wir gerade absurd sind, beim letzten Atomunfall in Japan, da habe ich gehört, dass vorher mal eine Abschätzung gemacht wurde, wie hoch so eine Tsunamiwelle maximal sein könnte. Da sind wir 8 Meter rausgekommen.
Und daraufhin hat man einen Staumauer gebaut von 1,50 Meter. Dann hat man die Pumpen, die man unbedingt brauchte in Notfällen, die waren ganz unten im Keller, da kam man gar nicht ran. Und abgebrannte Stromschnellen lagen oben drauf, die flogen durch die Luft. Wie kann man solchen Leuten überhaupt mit anvertrauen, dass sie so Dinge machen? Die müssen doch eigentlich also mindestens bestraft werden und nie wieder an solche Dinge rangelassen werden. Ja, klare Frage. Können die Menschen das überhaupt? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte ja kurz erwähnt, der Faktor Mensch auf der einen Folie ist meistens so, dass die einen für die Probleme sorgen und die anderen müssen sie dann ausbaden. Ne? Und das ist in Japan mit Sicherheit so gewesen. Die Experten hatten frühzeitig angemahnt, dass in Fukushima eine sehr viel höhere Staumauer gebaut werden muss. Aus Kostengründen hat man das bleiben lassen. Dabei ist das nun wirklich kein Hexenwerk, eine solche Betonmauer da von 15 Metern oder was dahinzustellen. Ja, hier wieder eine Frage. Können Sie noch mal was zur Transmutation à la Myrrha sagen? Ja. Hier die Folie noch mal. Also Myrrha ist ein... ist also erstmal grundsätzlich, Transmutationsreaktoren müssen relativ groß gebaut werden. Sie können nicht mit Wasser als Moderatormaterial betrieben werden, weil Wasser Neutronen bremst. Man braucht schnelle Neutronen in einem Transmutationsreaktor. Und es ist, glaube ich, eine Blei-Wismut-Kühlung, in die dann die Brennelemente eingebracht werden. Myrrha funktioniert so, dass nicht nur ein, sondern zwei Protonenbeschleuniger mit sehr hoher Leistung Protonen auf ein Target schießen im Zentrum des Reaktors. Die Protonen bringen dann, ich glaube, Uran oder Blei oder sowas auch, die bringen die Atomkerne zum Platzen. Dabei werden Neutronen frei und die Neutronen machen die Kettenreaktion. Und mit dieser Konstruktion kann man es vermeiden, einen normalen Reaktor im kritischen Bereich zu betreiben, weil solche metallgekühlten Reaktoren oft eine sehr geringe Sicherheitsmarge haben und man das eben vermeiden will, dass man dann immer kritisch hin und her lavieren muss, sondern Myrrha ist, glaube ich, bei 90% Kritikalität ungefähr. Das heißt, die letzten 10% müssen aus diesem, ich weiß nicht mehr ganz genau, ne? Ungefähr. Und das heißt, die restlichen Neutronen müssen dann aus dem Protonenbeschleuniger kommen. Das sorgt deswegen für große Schwierigkeiten technologisch. Weil der Protonenbeschleuniger mit extrem hoher Leistung laufen muss und extrem stabil sein muss. Ne? Man hat Protonenbeschleuniger normalerweise in der Teilchenphysik und Kernphysik als zum Experimentieren. Da ist es nicht so schlimm, wenn so ein Beschleuniger mal aus irgendeinem Grund für ein paar Tage, Stunden oder wie lange ausfällt, dann hat man einfach weniger Messzeit. Wenn in Myrrha der Antrieb ausfällt, dann erkaltet der Reaktor und dann ist man Tage und Wochen lang damit beschäftigt, die Anlage wieder ordentlich anzufahren. Das heißt, die müssen mit extrem hoher Zuverlässigkeit arbeiten und das ist technologisch gesehen eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Das Interessante an Myrrha ist, es ist ein europäisches Projekt, bei dem Deutschland nicht dabei ist, hat sich die Bundesregierung dagegen entschieden, aber technologisch sind wir doch dabei. In Frankfurt zum Beispiel, die Physik baut mit an diesem Protonenbeschleuniger. Also von daher haben wir auch so ein bisschen die Hand im Spiel. Ja. Jochen Alswider vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag von Ihnen. Erlauben Sie mir zwei kurze Anmerkungen, weil einmal die Genehmigungsbehörde angesprochen war und was sozusagen an Forschung passiert. Wir sind die Genehmigungsbehörde für ein zukünftiges Endlager in Deutschland beziehungsweise für die bestehenden Endlager. Und das ist in der Tat so. Also wir haben ein Forschungsprogramm sozusagen als Genehmigungsbehörde. Die Vorhabenträger, also sozusagen der Betreiber von Endlagerprojekten, hat auch natürlich ein eigenes Forschungsentwicklungsprogramm. Da wird auch nicht wenig Geld reingesteckt, sozusagen auch mit vielen Universitäten Deutschland auch international kooperiert. Da sind wir auch in europäischen Verbünden unterwegs. Das heißt, das passiert sozusagen durchaus und nicht ganz unintensiv in allen Fragen, die Sie angesprochen hatten. Also geologische Fragestellungen, insbesondere geochemische Fragestellungen, bis hin aber auch zu sozialwissenschaftlicher Forschung, wenn es um Beteiligung geht. Eine zweite Anmerkung ganz kurz. Sie haben es ja auch rausgestellt, und das finde ich nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, auch wenn Transmutation irgendwann
vielleicht mal einsetzbar wäre, mit vielen Fragezeichen, auch dann würden wir nicht um ein Endlager herumkommen. Wir haben am Ende noch Abfälle, die wir nicht hundertprozentig abtrennen könnten, physikalisch. Das würde einfach von der, also wir werden nie 100% Effektivität auch insoweit bis wie Partitionierung hinkriegen. Und außerdem haben wir die angesprochenen eingeschmolzenen Abfälle. Das sind auch Abfälle, die in Deutschland sind, also die im Glas eingeschmolzen sind. Auch die sind also sehr, sehr weit weg, wenn nicht unmöglich sozusagen einer Transmutation zuzuführen. Das heißt, wir kommen um ein Endlager und um diese Fragestellung nicht herum. Wir brauchen es auf jeden Fall. Im besten Fall könnte man das Volumen, die Aktivität reduzieren mit vielen Fragezeichen, aber wir kommen da nicht drum herum. Das finde man nur einfach wichtig, dass, wenn man darüber diskutiert, ist einfach nicht, das finde ich, gehört zur Ehrlichkeit dazu, es nicht einfach in die Zukunft zu verschieben und sagen, wir lagern es einfach noch mal ein paar hundert Jahre und gucken dann, wie weit die Technologie ist. Wir brauchen ein Endlager so oder so. Da kommen wir als Gesellschaft nicht drum herum, nachdem wir sozusagen in die Technologie eingestiegen sind. Danke. Ja, ich hatte das ja auch geschrieben, dass man eine längerfristige Zwischenlagerung eventuell parallel zur Endlagersuche auf den Weg bringt. Ja, wir können halt auch nicht wissen, wie weit sich und wohin sich die Technologie entwickeln wird in 100, 200 Jahren, was heute unmöglich erscheint mit den Glaskokillen, die Sie angesprochen haben. Das ist in der Tat sehr schwierig, die irgendwie wieder aufzuarbeiten. Deswegen hat man die ja auch so eingeschmolzen. Ja. Wie gesagt, vor 100 Jahren, also 1923, klang es nach einem wilden Abenteuerroman, auf den Mond fliegen zu wollen. Ja. Nicht mal ein halbes Jahrhundert später hat man es gemacht. Vor 1000 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, auf den Mond zu fliegen. Und vor 10.000 Jahren war der Mond eine Gottheit. Und das sind eben Zeitskalen, die man sich halt schwer irgendwie bewusst machen kann. Ne? Das ist eben das Problem bei der Endlagerung. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, ich bin bei der Diskussion über neue Fusionsreaktoren, die möglich sind, vor kurzem mit einem Professor auf den Punkt gekommen, dass dafür erstmal ein Lehrstuhl eingerichtet werden müsste. Kannst du bitte einen ganz kurzen Überblick geben, wo in Deutschland überhaupt noch Kernkraftwerktechnik gelehrt, geforscht wird, wo man das überhaupt noch studieren kann? Also traditionell waren Karlsruhe und Jülich die beiden großen Zentren. Es gibt jetzt gerade, also es gibt am HZTR gibt es auch noch Kompetenzen auf jeden Fall. Ob man da jetzt Kerntechnik bodenständig studieren kann und wo was genau man studieren kann, weiß ich nicht. Ich habe heute gerade eine E-Mail gehabt. Es gibt auch von Basel und irgendwie irgendeiner Universitätskollaboration Forschung zu Endlagersystemen oder sowas, ja, Endlagerung, die relativ gut ankommt bei den Studierenden. Also es gibt schon bei der jungen Generation auch das Interesse, sich um den Atommüll zu kümmern. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, ja. Ich habe noch eine weitere Frage zur Transmutation. Wenn denn das radioaktive Material bestrahlt ist, entsteht ja Neues. Da ist die Frage, was passiert denn da mit der Aktivität? Geht die dann drastisch hoch oder bleibt die in der gleichen Größenordnung? Ich vermute ja, die wird ja dann viel höher sein, weil die Halbwertszeiten ja auch kürzer sind. Richtig, genau. Also das heißt, man wird erstmal, wenn man einen zum Beispiel Jod 129 oder nehmen wir irgendwie Americium mit einer hohen Halbwertszeit, wenn man das bestrahlt und in irgendwas Kurzlebiges, dann macht das erstmal natürlich einiges an Wärme, die abtransportiert werden muss. Und das ist aber in einem Atomreaktor ja auch nicht anders. Also das heißt, im Wesentlichen muss man dann auf bewährte Reaktortechnik zurückgreifen. Naja, aber es ist doch so, dass das, was dann entsteht, nicht a priori nicht mehr radioaktiv ist. Die werden ja auch radioaktiv sein, diese Produkte, die dann entstehen. Und wenn die eine kürzere Halbwertszeit haben, wird man doch wahrscheinlich dann eine viel höhere Aktivität kriegen in dem so umgewandelten radioaktiven Abfall. Ja, aber nicht prinzipiell anders als in ganz normalen Brennelementen aus Leistungsreaktoren. Okay. Ja. Zu der Frage vorhin, es gibt meines Wissens in Deutschland keine Lehre zur Fusionsforschung an den Universitäten. Aber in Holland gibt es einen Masterstudiengang.
Ja, eine Frage dazu, die Kosten. Man kann natürlich sagen, die Wirtschaft hier aus dem Internet, die Wirtschaft stößt sich gesund und die Allgemeinheit der Steuerzahler muss zahlen. Wie sieht das eigentlich aus? Haben Sie da einen halbwegs verlässlichen Eindruck? Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ich gehe davon aus, dass die 24 Milliarden oder wie viel wir jetzt haben, ein Tropfen auf den heißen Stein sind, vorsichtig gesagt. Aber ich hatte ja vorhin kurz gezeigt, die Hanford-Zeit, hatte ich erwähnt, in den USA, die dekontaminieren für weit über 100 Milliarden US-Dollar. Das wird aus einem sogenannten Superfund finanziert, der für ökologische Katastrophen in den USA zuständig ist. Und das ist eine Dekontaminationsarbeit, die sich über Jahrzehnte hinzieht und enorm viel Geld kostet und das alles großteils oberirdisch. Ein Endlager würde Vielfaches teurer werden, wenn man das, wenn das havariert ist. Noch mal eine Bemerkung. Also mit den Kosten ist natürlich schwierig, weil man kann da immer mit Zahlen rumschmeißen. Also die Energiewende kostet ja auch ein paar Milliarden pro Jahr. Also und zwar nicht zu knapp. Ich würde noch mal anschließen, auch auf die Bemerkung vom BGI. Ich denke auch, dass wir in Deutschland die Lagerungsfrage, dass wir uns der stellen müssen. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich bin eben eher in diesen Szenarien mehr auf der 100, 200 Jahresskala, weil wie gesagt, diese Ewigkeitsfantasien und diese Millionen Jahre, das halte ich tatsächlich für absurd. Und wenn wir hier über 5000 Jahre reden, dann sage ich mal, vielleicht ist es ja schon in 150 Jahren so, dass die modernen Physiker und Techniker auf Deutschland, die Diskussionen in Deutschland zurückgucken und sagen, ja, warum habt ihr eigentlich gedacht, dass die Fusion und all die anderen modernen Energieerzeugungsmethoden niemals kommen werden? Wir haben die jetzt, ja. Aber ich wollte noch mal eine Frage stellen zu dieser ganzen Geschichte mit der Informationstechnik, weil die irritiert mich jetzt doch schon sehr, weil es scheint ja eine ziemlich starke Diskussion zu sein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum jetzt, wenn wir irgendwo Atommüll lagern in einer modernen Gesellschaft, ja, wir haben Digitalisierung, wir haben Vernetzung, wir haben zunehmend, warum wird denn das so problematisiert oder / skandalisiert, dass das Wissen über die Lagerung und die technischen Gegebenheiten von dieser Situation in irgendeiner Weise verloren geht? Also auch nur in den nächsten 60 Jahren oder 80 Jahren oder 160 Jahren. Ich halte das für, also ich verstehe das überhaupt nicht, wo das herkommt. Ja. Das ist ja auch ein sehr komplexes Gebiet. Wie gesagt, das ist eines der Gebiete, auf dem auch Geisteswissenschaftler, Archivare, Archäologen und sowas mit engagiert sind, bei der Endlagersuche sozusagen oder im Komplex Atommüll. Da werden halt, also es geht ja auch um technische Dokumentation, die extrem komplex ist. Da werden Fragen gestellt, wie lange ist bedrucktes Papier überhaupt haltbar? Ne? Wie lange, länger als eine Festplatte auf jeden Fall oder länger als eine CD-ROM oder sonst irgendwas oder DVD. Und die stellen sich wirklich die Frage, ich persönlich stelle mir eher die Frage, wie kann man das gut institutionalisieren? Ne? Wenn wir eine Institution haben, die das begleitet, dann wird diese Institution dafür sorgen, dass die Dokumentation geupdatet wird auf neue Informationsträger und so weiter. Ja. Wollte man die möglichst stabil auf lange Jahre unterbringen, müsste man das in Obsidian meißeln oder sowas, ich weiß nicht. Ja, hier ist noch eine Frage von Herrn Schiewitz. Und zwar, letztlich meine ich, läuft es darauf hinaus, wer ist eigentlich der Betreiber dieser Anlagen? Wer ist verantwortlich? Macht das jedes Bundesland? Wie ist die internationale Zusammenarbeit? Wie wird das eigentlich bearbeitet? Die Frage kann ich eigentlich ans Publikum geben. Sie könnten vielleicht dazu was sagen. Sie kennen sich bestimmt besser aus als ich, ja, dazu. Ja, Entschuldigung. Also es ist natürlich auch ein weites Feld, vielleicht nur ganz kurz. Es gibt, in Deutschland gibt es ein bundeseigenes Unternehmen, die BGE, die gegründet worden ist, genau als Vorhabenträgerin, Betreiberin von Endlagerprojekten. Also die betreibt Konrad, Asse,
Morsleben, wie Sie genannt haben, und betreibt diese Standortsuche für ein neues Endlager. Diese BGE wird sozusagen überwacht von einem Bundesamt, das ist unser Bundesamt, Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde sozusagen. Also es ist sehr klar geregelt und auch getrennt. Sozusagen auf der einen Seite gibt es einen Betreiber, auf der anderen Seite gibt es eine Aufsichtsbehörde, die das durchführen. International ist insbesondere auf europäischer Ebene das auch so, auch im europäischen Recht so geregelt, dass es immer so eine Trennung gibt. Also es muss einen Betreiber geben und der wird überwacht sozusagen durch eine Regulierungsbehörde, die dann am Ende sozusagen auch eine Genehmigung natürlich aussprechen muss sozusagen und dabei die Sicherheitsmaßstäbe prüft. Internationalen Austausch gibt es sehr viel in dem Bereich. Sie hatten die Organisation genannt, Internationale Atomenergieorganisation auf der OECD-Ebene und andere, wo sozusagen auch so ein Erfahrungsaustausch durchaus intensiv stattfindet. Das vielleicht nur so ganz, ganz kurz abgerissen. Ja, da erhebt sich ja gleich die Frage, weil diese Müllentsorgung nach Afrika, die ist ja immer, das klappt ja relativ gut, aber nicht immer. Und nun könnte das natürlich auch sein, dass das eine oder andere radioaktive Zeug da irgendwo illegal hingeschleppt wird und keiner weiß was und das liegt da. Wird eigentlich jedes Gramm radioaktiven Mülls irgendwie überwacht, wo es geblieben ist, verfolgt oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann es natürlich nicht für andere Staaten beurteilen, aber das ist das internationale Regelwerk sieht das natürlich vor, dass das im Detail überwacht wird, dass es eine Inventarisierung gibt und dass es auch in Deutschland, da ist es so, da wird sozusagen eine sehr genaue Dokumentation geführt über die Abfälle, die heute eben in Zwischenlagern lagern, oberirdisch, bis sie sozusagen dann in ein Endlager gebracht werden können. Eine Bemerkung vielleicht noch zur Langzeitdokumentation, weil das ja Thema war sozusagen, wie bewahren wir über sehr lange Zeiträume Informationen auf. Das ist tatsächlich in Deutschland geregelt seit ein paar Jahren. Es gibt ein Bundesgesetz, das sagt, wir brauchen eine Stelle, sind wir als Bundesamt, wir haben den Auftrag, für mindestens 500 Jahre alle Informationen verfügbar zu halten, sozusagen. Also Langzeit zu speichern, sowohl digital als auch analog. Die Archive sozusagen sind wir im Aufbau sozusagen und das für mindestens 500 Jahre, das ist der gesetzliche Anspruch, schon ein sehr, sehr hoher Anspruch, möglichst verfügbar zu halten für die Gesellschaft, damit man eben alle Informationen sozusagen dann noch hat, wenn man vielleicht auch noch mal andere Lösungen oder Wege gehen will. Ja, da gab es doch gerade in Australien diesen Fall, der durch die Medien und Nachrichten ging, dass eine radioaktive Probe von einem LKW verloren gegangen war und die ist dann auch wiedergefunden worden. Also muss es da ja eine gewisse Überwachung geben, dass man sowas überhaupt bemerkt. Ja, gibt es noch Fragen? Eine allerletzte. Überwachung des Atommülls scheint nicht so ganz zu klappen in Deutschland. Ich erinnere mich an Herrn Gabriel, der mal Umweltminister war, das ist schon eine Weile her. Und in der Asse ist ja täglich, fließt ja noch Wasser weg da, das auch so mal radioaktiv ist. Und deshalb sollte die ganze Asse auch ausgenommen werden, der ganze Müll und in Konrad gebracht werden. Das hat er aber vor 20 Jahren oder so gesagt und heute ist es immer noch nicht passiert. Ja, also Bergung des Mülls aus der Asse ist ein riesiges Problem. Das wird mit Sicherheit auch noch lange dauern und ich vermute, dass es auch teurer wird, als bislang kalkuliert wird. Ja. Ja, wenn wir also keine Fragen mehr haben, kommen wir zum Schluss. Ich lade Sie also ganz herzlich ein in die Remise. Gibt also, wie Sie wissen, immer was zu essen und zu trinken. Und wir danken nochmal unserem Vortragenden. Wunderbar. Ja, und traditionell gibt es bei den Industriegesprächen das Buch von Dieter Hoffmann. Und zwar Gustav Magnus und sein Haus. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank.